Cookies, Comic-Cookies, lecker. So, Freunde der Nacht, wir sind jetzt hier bei unserer Spezialepisode in unserem Außenstudio im schönen Wallau. Und der Steffen hat es ja schon ein wenig angeteasert. Wir haben nämlich wieder mal einen Spezialgast. Mal sehen, ob ihr die Stimme noch kennt. Ei, gute wie? Hier ist es Sepp. Ja, ihr wisst ja, niemals die Linien kreuzen. Heute haben sich aber Sepps und meine Linien mal gekreuzt und wir haben uns in einem kleinen schwedischen Restaurant meiner Wahl auf der Couch hier eingefunden. Und der Sepp wird sicherlich einiges heute zu erzählen haben, weil es ist, glaube ich, schon über ein Jahr her, dass wir uns getroffen haben. Und da hat sich natürlich einiges in ihm aufgestaut, neben der sexuellen Energie hat sich natürlich auch einiges an, Mitteilungsbedürfnis zu guten Comics, die er gelesen hat, aufgestaut. Insofern lassen wir ihn jetzt mal erzählen. Bitte, Sepp. Ja, erstmal hallo. Es ist auch eine große Freude, endlich mal wieder dabei zu sein, weil, wie Herr Preetzom schon richtig gesagt hat, da hat sich so einiges angesammelt, was man dann irgendwie doch mal loswerden will. Ich habe ja natürlich immer fleißig die Titel verfolgt, die Titel verfolgt, die auch im Podcast dann immer mal da genannt werden. Und mir ist dann schon aufgefallen, dass das eine leichte Veränderung gewesen ist zu früher. Also das hat mich auch ein bisschen gefreut, dass so die persönliche Note da nicht einfach 1:1 ersetzt worden ist. Und ein paar von den Sachen, die ich dann jetzt so still und heimlich für mich alleine gelesen habe, will ich dann jetzt doch mal mit der weiten Bevölkerung teilen. Bei mir hat sich auch einiges getan vom Leseverhalten her. So meine Marvel-Leidenschaft, wer im Forum hin und wieder mal Beiträge von mir liest, der hat dann schon gemerkt, dass das alles deutlich zurückgegangen ist. Ja, ich lese dann noch ein paar Reihen und schreibe auch alle Schaltjahre mal zu irgendeinem Heft. Oh, das hat mir gut gefallen oder das war jetzt nicht so der Renner, aber das war's dann auch schon. Dementsprechend habe ich viel Zeit für andere Dinge. Habe mich jetzt auch vielen Klassikern zugewandt, habe die Gelegenheit genutzt, die neue Corto Maltese-Reihe bei Schreiber und Leser in Angriff zu nehmen, habe mir das gerade bei Avant Verlag erscheinende Lone Sloan vorgenommen von Trulé, auf den ich persönlich, muss ich mich ein bisschen dafür schämen, nur deswegen aufmerksam geworden bin, weil ich den in der Möbius-Doku gesehen habe. Da gibt es jetzt bestimmt Leute, die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Ja, wie kann man denn jetzt erst Trolege kennenlernen und dann auch noch über so einen Weg? Aber war halt nicht so präsent, ja, so die letzten Jahrzehnte, gerade auf dem deutschen Markt. Auch im Manga-Bereich habe ich viel gelesen, bin da auch ein bisschen abgewandert, ein bisschen weg von den, wie soll man das sagen, Sachen, die ich üblicherweise gelesen habe, hin zu ein bisschen abgefahrenem Zeug. Besonders zu erwähnen ist da Sun Ken Rock, eine Reihe von einem Koreaner, der nach Japan ausgewandert ist. Da geht es um einen Typ, der geht nach von Japan nach Korea, möchte eigentlich gern Polizist werden, weil die Frau, die er eigentlich angebetet hat, auch nach Korea gegangen ist und Polizistin geworden ist. Es klappt aber nicht so mit dem Polizist werden. Dann hängt er erstmal arbeitslos irgendwo in der Gegend rum und das Einzige, was er kann, ist Leute verprügeln. Und irgendwann verprügelt er halt mal wieder irgendwelche Leute und dann wird er von so einer kleinen koreanischen Gang dabei gesehen und die sagen, hey Hammer, ja, mit dem Typ, da können wir vielleicht Karriere machen, weil der prügelt einfach die Konkurrenz aus dem Weg und dann geht's mal voran. Und in dem Manga geht's auch um nicht viel anderes, als dass die Kapitel heißen immer Level, ja, also der arbeitet sich dann Level für Level nach oben, verprügelt möglichst viele Leute und kommt auf die Art und Weise dann tatsächlich voran. Bisschen schwierig als erfolgreicher Gangster dann mit seiner Polizistenfreundin irgendwie anzubändeln, aber das ist dann eine andere Geschichte. So, jetzt bin ich eigentlich schon auf was eingegangen, was ich gar nicht wollte. Es wird ein bisschen unkoordiniert sein, weil ich ganz so viel gelesen habe, dass ich nicht so ganz genau weiß, mit was und wo ich anfangen soll. Vorschlag? Ja, leg einfach los. Das war jetzt extrem hilfreich gewesen. Na gut, ich pick mal einfach mal Trolley raus, ja. Also der Lone Sloan, der ist mir aufgefallen in irgendeinem
Magazin, so ein Vorlagenheftchen, das da im Laden rumgelegen hat. Und da war halt ein großformatiges Bild abgebildet. Habe ich gesagt, oh, das sieht cool aus, könnte man mal reingucken. Dann stehe ich irgendwann im Laden und krieg dann mit, wie drüber geredet wird, dass die Auflage ja schon komplett weg wäre. Wobei das zum Glück nicht wirklich die Auflage war, sondern nur die Hefte, die im Laden waren. Und als dann die Lone Sloan Delirious, als der Band Delirious rausgekommen ist, habe ich mir den dann mitgenommen und gelesen und war halt hellauf begeistert. Ja, das sind das Material aus den 70ern, das ist damals die Anfänge davon sind noch in Pilot rausgekommen, später ist es dann in, wie wird denn das richtig ausgesprochen, Metal Urlaw? Schwermetall, Heavy Metal. Urlaw? Na egal, auf jeden Fall Schwermetall Magazin in Frankreich ist das dann rausgekommen. Wenn ich mich nicht irre, eher in kurzen Episoden. Jedenfalls ist es eine grafische Explosion. Also das ist echt bombastisch. Das hat mich umgehauen. Ich hat mich auch sehr, sehr stark an viele amerikanische Zeichner erinnert, die ich sehr gerne mag. Frank Brunner zum Beispiel oder John Byrne. Also man sieht, die müssen das wohl mal gelesen oder wenigstens mal in den Händen gehabt haben. Sogar ähnliche Layouts, wie man es bei Sam Beisley gesehen hat, habe ich da gefunden. Und diese ganze Welt Delirious, auf dem diese Story spielt, hat mich halt auch sehr an diverse Lobo-Comics erinnert, wenn er auf irgendwelchen Vergnügungsplaneten unterwegs war. Also kann wohl keiner leugnen, dass das durchaus in den USA gut angekommen und in Großbritannien gut angekommen und auch gelesen worden ist. Deswegen würde ich auch sagen, dass Leute, die diese Comics von den genannten Künstlern gern gelesen haben, da durchaus mal reingucken können. Denn auch wenn es eigentlich was ganz anderes ist, findet man sich doch irgendwie wieder. Also das ist eine Bildsprache, die man wiedererkennt. Allerdings das extreme Überformat und die extravagante Gestaltung der Seiten ist schon ein Erlebnis für sich. Es wird im Vorwort auch gesagt, Trollet hat das Panel gesprengt, ja, hat es obsolet gemacht, hat eine vollkommen andere Form der Seitengestaltung gefunden. Dinge, die dann in den USA Mitte, Ende 90er oder Anfang 90er auch schon durch MacFarlane sowas eingeführt worden sind, die Figur zentral dargestellt, die Handlung läuft im Hintergrund ab, die Abteilung der Panel ist durch ein Hintergrundelement vorgenommen und solche Sachen, ja. Das war halt eigentlich schon ein alter Hut, wenn man es denn vorher bei Trollet schon gesehen hat. Aber ich denke mal, damals, gerade in den USA, hat es halt noch keiner gesehen. Deswegen war das halt tatsächlich was ganz Neues. Im Unterschied zu den späteren Image-Künstlern steckte aber halt auch ein bisschen mehr, ich würde jetzt nicht sagen, erzählerischer Anspruch dahinter, aber man holt mehr raus als Leser. Also man kann sich mehr in diese Welt reinversetzen. Es ist eine ganz eigene Erfindung. Es ist halt nicht, sag mal, das ist cool, da ist der Spawn und er springt jetzt darüber aufs Hochhaus und macht die drei fiesen Gangster platt und Hammer und Riesenknarren hat er auch. Nee, ist ein bisschen was anderes, ja. Da werden eher immer wieder Themen oder Aspekte dieser Welt angesprochen, die dann nicht unbedingt ausformuliert oder bis zum Ende durchgehandelt werden, wo aber klar wird, da steckt natürlich mehr dahinter. Und man macht sich dann auch Gedanken darüber und die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt ist und wie groß die Seiten sind, das heißt, man verweilt relativ lang auf derselben Seite, hat man auch Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, ohne aus der Geschichte rausgerissen zu werden. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil es gibt viele Künstler, bei denen man sich lange Zeit mit einer Seite beschäftigen kann, aber man verliert das Gefühl für die Story. Also man blättert dann um, denkt so, ach ja, stimmt ja, ich lese ja das und das, ja. Aber guck dir mal da unten in der Ecke, keine Ahnung, das Haus an, das ist ja toll gestaltet. Und da oben das Gemälde, das er da hingezeichnet hat oder so, ja. Dann kam natürlich auch noch ein zweiter Band, beziehungsweise der erste Band. Für mich war es der zweite, weil ich ihn erst danach gekauft habe, nämlich die sechs Reisen des Lone Sloan. Es sind sechs kürzere Geschichten zusammengefasst in einem Band, die davon ehrlich gesagt sogar profitieren. Also ich muss sagen, die Kurzform hat mir bei Lone Sloan besser gefallen als eine lange zusammenhängende Geschichte, weil der Trollet da auch Ideen reinpackt ohne Ende, sowohl gestalterisch als auch erzählerisch. Delirious hat er auch mit einem Szenaristen zusammengeschrieben, Philipp Lob, glaube ich, heißt er. Also Lob auf jeden Fall mit Nachnamen, L-O-B. Ich glaube, Vornamen war Philipps, weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Sorry, ja, an alle, die den jetzt gut kennen und beleidigt sind, dass ich seinen Vornamen nicht kenne, kann ja mal passieren. Jedenfalls die sechs Reisen
hat Trolley, wie gesagt, ganz alleine gemacht. Die haben dementsprechend auch ein anderes Feeling. Also die, es gibt eine gewisse laufende Hintergrundhandlung, die ist aber sehr fragmentarisch aufgebaut. Also wenn man die Geschichten alleine liest, dann wird man auch nicht drauf kommen, dass da noch was drumherum gehört. Die Planeten oder man muss schon sagen, also Planeten stimmt eigentlich, es sind Welten, ja. Also diese Welten können auch planetenübergreifend sein. Manchmal befindet er sich in so einer Art Weltraum-Piraten-Umgebung, dann ist es wieder sehr religiös angehaucht mit gottgleichen Wesen. Es gibt eine beeindruckende Sequenz, in der man, es ist eine Doppelseite, man sieht verschiedene Planeten im All. Auf jedem Planeten sitzt eine gigantische Steinskulptur, die so groß ist, dass nur die Füße von der Atmosphäre bedeckt werden. Und von einer Figur zur nächsten sind Brücken geschlagen, so dass sich eine gewaltige Brücke durch ein ganzes Sonnensystem zieht. Also unvorstellbar, physikalisch praktisch unmöglich, also nicht nur praktisch, sondern absolut unmöglich, aber es spielt keine Rolle. Wir sind hier im Comic, da kann man machen, was man will, und es wirkt einfach, ja. Ja, willst du da vielleicht zu mal irgendwas sagen? Du wirkst so teilnahmslos. Nee, aber wie gesagt, ein bisschen Stimme schonen ist heute nicht schlecht. Ach so, ja, stimmt, ja. Habe ich vergessen, nicht jeder kann den ganzen Tag reden, ohne irgendwann zu krächzen. Na gut, dann muss ich dann solo weitermachen. Das mehr fällt mir jetzt dazu auch nicht ein, wenn du keine cleveren Fragen stellst. Ist das abgeschlossen jetzt schon, oder? Nee, es ist nicht abgeschlossen. Tatsächlich arbeitet Trolley wohl immer noch an Lone Sloan. Das begleitet ihn, ich weiß nicht, ob es direkt vom Anfang seiner Karriere, aber schon seit sehr, sehr frühen Jahren. Also schon in den 60ern sind die ersten Seiten entstanden. Dann in den 70ern war die Hochphase. Und der letzte Band, ich habe das auch mal gegoogelt, der kam irgendwann 2002 oder so raus. Gestalterisch hat sich da natürlich einiges getan. Ich hoffe sehr, dass das für den Avant Verlag so gut läuft, dass sie sich überlegen, auch noch andere Sachen rauszubringen. Denn ich habe schon echt viele Sachen gelesen, aber sowas halt noch nicht. Es war auch faszinierend, in der Dokumentation über Möbius zu sehen, wie der Trolley arbeitet, ja, in einem riesigen, gewaltigen Raum, an einem Tisch, an dem, was weiß ich, 20 Personen Platz finden, auf gigantischen Papierbögen, ja, also der hat, man kann sich das kaum vorstellen, also das übliche Bild vom Comiczeichner, dem entspricht das nicht, also er hat nicht in dem Sinn so ein normales Zeichenbrett oder so, sondern das ist schon ein bisschen was anderes. Er scheint auch durchgehend Rotwein zu trinken und Zigaretten zu rauchen, während er arbeitet. Ich dachte, das tun alle Franzosen. Ja, aber nicht, ich glaube nicht alle immer beim Comiczeichnen. Also ich stelle mir das auch recht schwierig vor, weil er hat ja nur zwei Hände und den Zigarette, Rotwein und Zeichenstift zu jonglieren, das ist schon was, ja. Ja, die Zigarette hat er wahrscheinlich die ganze Zeit im Mundwinkel oder so, das ist doch da üblich, oder? Das kann ich mir so richtig vorstellen. So stelle ich mir einen Künstler vor. Und auch mit einem schönen Barett und einem Baguette unterm Arm. Das ist ein Franzose. Ja, das trägt er nicht im Haus. Ein anderer Comic aus Frankreich, allerdings wesentlich aktueller, den ich vor kurzem gelesen habe, von einem japanischen Künstler, war Die Wächter des Louvre. Die Wächter des Louvre ist das Produkt einer Zusammenarbeit zwischen dem Verlag Futuropolis und dem Louvre, die wohl jedes Jahr einen Comic rausbringen. Mit jedes Mal einem anderen Künstler. Und dieses Jahr haben sich Hiro Taniguchi dafür ausgesucht, der eine relative Überraschung war. Also vorher waren es immer Franzosen gewesen oder zumindest mal europäische Künstler. Und dann mit einem Japaner aufzuwarten, aber es ist so überraschend, ist es auch wieder nicht, weil er hat einige Preise in Frankreich gewonnen, mehr Preise als er in Deutschland gewonnen hat. Zudem hat die Stellung des Comics in Frankreich, die ist halt wesentlich höher. Ja, das ist dort Teil des nationalen Kulturgutes und wird auch so behandelt. Und man merkt es auch diesem Comic an, denn ich weiß nicht, welchen Einfluss der Verlag oder die Leute vom Louvre, die beteiligt waren, auf den Inhalt gehabt haben, aber Hiro Taniguchi hat sich sehr intensiv verschiedenen Künstlern gewidmet, die dort ausgestellt werden, hat sich teilweise auch mit einzelnen Werken auseinandergesetzt, auch mit der Geschichte des Louvre selbst.
Der Band ist in diverse Kapitel unterteilt. Die Hauptfigur kommt in Paris an, will von der Stadt was sehen, als Japaner nur wenig Zeit, muss sich beeilen, wird krank. Und das ist natürlich ungünstig. Wenn man nur ein paar Tage Zeit hat und liegt dann krank im Hotelzimmer, dann wird das nichts mit der Stadtbesichtigung. Aber auf irgendeine Art und Weise fantasiert er sich dann doch in den Louvre hinein. Ja, und er ist sich auch nie so ganz sicher, liegt er jetzt noch im Hotelzimmer? Ist er wirklich noch krank oder ist er unterwegs oder ist das ein Traum? Und es wird auch immer ein bisschen vage gehalten, was davon jetzt Wirklichkeit ist. Und ihm begegnet im Louvre eine Erscheinung, muss man sagen. Also man ist nicht so ganz klar, ob das ein Geist ist oder sowas. Die Verkörperung einer dort ausgestellten Plastik, mit der er sich dann auch auseinandersetzt. Ich sage jetzt extra nicht, wer das ist, weil das eine kleine Überraschung gewesen ist. Ich habe dann erst gedacht, ja, wenn man die sieht, wird man gleich wissen, wo die hingehört. Das ist aber sehr clever ausgewählt, sowohl das vorgegebene bildhauerische Kunstwerk als auch die Figur, die dort auftritt. Clever gelöst. Und er reist dann durch die Epochen. Also er trifft Van Gogh und er trifft andere französische Landschaftsmaler. Mit den Namen bin ich nicht so vertraut, deswegen habe ich die nicht alle noch parat. Was ist los? Du wirkst so... Ich habe überlegt, ob Van Gogh ein Franzose ist. Ich glaube eher nicht, oder? Ja, erwischt. Aber er hat mal in der Nähe von Paris gearbeitet. Man muss ja nehmen, was man kriegt. Er wurde übrigens auch deswegen ausgewählt, weil Van Gogh ein großer Liebhaber japanischer Ukiyo-e gewesen ist. Sehr ungewöhnlich für einen europäischen Künstler. Und es soll wohl, das ist natürlich nur ein Gerücht und unbewiesen, auch immer reinsprechen. Ein gegenseitiges Interesse dafür geben. Mache ich das nicht? Ich habe das nicht so im Gefühl. Ich bin nicht gewöhnt an Mikrofone. So dass auch in Japan Ukiyo-e entstanden sind, die dann zum Beispiel Sonnenblumen darstellen, was in Japan jetzt nicht so die verbreitete Blume ist, aber bei Van Gogh sehr beliebt. Wie auch immer. Auf jeden Fall, ich kann den Band sehr empfehlen. Der ist im Albenformat, ist vollfarbig, sehr ungewöhnlich. In der original japanischen Leserichtung, im Hardcover, auch sehr ungewöhnlich. Von der Haptik her sehr schön. Ja, macht echt Spaß, ist mal was ganz anderes, weil bei den kleinen Mangas ist man es gewohnt, aber bei einem Album ist es dann doch mal was Neues. Und durchweg zu empfehlen. Also wer eh mit Taniguchi was anfangen kann, sollte auf jeden Fall zugreifen. Wer sich ein bisschen für Kunstgeschichte oder speziell den Louvre interessiert, soll gerne mal zugreifen. Ja, ich meine, ich denke mal, da gibt es inzwischen eine feste Käuferschicht, die alles kauft, was von ihm rauskommt. Aber ich würde mir halt wünschen, dass hier nicht nur die üblichen Taniguchi-Käufer zuschlagen, sondern auch mal darüber hinaus ein bisschen Interesse geweckt wird. Vermarktet wird das Ganze bei Carlsen wie üblich über Graphic Novel, was ja immer so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, ist mir immer ein bisschen unangenehm. Es ist ein Manga, die verkaufen sie über Graphic Novel, weil dann läuft's besser und wird ernster genommen. Da kann man jetzt davon halten, was man will, aber es funktioniert. Deswegen hoffen wir dann mal, dass auch hier neue Leser dazukommen, die dann vielleicht auch mal auf sein anderes Werk zugreifen und vielleicht auch mal bei Schreiber und Leser reingucken, wo das mit den Graphic Novels nicht so vorgehalten wird und das Ganze halt wirklich als Manga rauskommt. Und mit Sachen wie Gipfel der Götter sind da gerade von ihm sehr interessante Sachen erschienen. Ich habe mich natürlich auch an meine alten Interessen gehalten. Ich habe nach wie vor diverse Marvel-Comics noch, die ich lese. Aber das ist nicht das Einzige an Superhelden, das ich mir vorgenommen habe. Eine Serie, die mir auch sehr gut gefallen hat und die ich mit viel Spaß gelesen habe, war Batman 66. Obwohl ich kein großer Fan der Adam West-Serie bin. Also ich habe die zwar hin und wieder mal geguckt und kann auch gut drüber lachen und ich kenne auch den Kinofilm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich die DVD-Box zu Hause habe und alles dazu brauche. Nichtsdestotrotz hat mich das gereizt, weil da waren Künstler dran beteiligt, die mich interessiert haben, Autoren, die mich interessiert haben. Damals die Previews sahen echt gut aus und diese extreme Phase, die mit den Nolan-Filmen begonnen hat, gerade bei Batman, die ist ein bisschen, die mag ich nicht so gern. Also ich mochte die Batman-Comics aus den 80ern und frühen 90ern lieber. Da waren natürlich auch Mist dabei, aber da waren auch Sachen dabei, die mir haben sehr gut gefallen.
die Charakterisierung des Jokers, die Zuhörer, die jetzt die Snyder-Hefte und Capullo-Hefte verfolgen, wissen, dass da mit der Joker-Figur einiges angestellt worden ist in letzter Zeit. Ja, nicht nur das mit dem Gesicht, sondern auch noch darüber hinaus. Es sagt mir halt alles nicht so zu. Also ich bin da ein bisschen konservativ und habe dann gedacht, wenn man schon ein bisschen konservativ ist, warum nicht mal ganz konservativ sein und dann direkt ins Jahr 1966 zurückreisen. Und es war kein Fehler gewesen. Also die Reihe macht echt Laune. Jeder Band, der rausgekommen ist, hat mir wieder genauso viel Spaß gemacht wie der vorher. Super Bonus war, dass die ganzen Cover im Band von Mike Allred sind, den ich sowieso verehre. Ja, das war kein Schaden. Und die haben es auch geschafft, einerseits den Humor und die gewisse Naivität der Fernsehserie zu übertragen, aber trotzdem bessere Geschichten zu erzählen. Was, glaube ich, auch ganz wichtig für den Erfolg von der Reihe ist, dass es auch erzählerisch Laune macht. Ja, also es ist nicht nur so das Schema F von den üblichen Fernsehfolgen, obwohl das immer mit aufgenommen wird, aber es wird halt nicht durchexerziert, sondern auf eine nostalgische Art und Weise gewertschätzt. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wer es gelesen hat, kann es vielleicht ganz gut nachvollziehen. Und wer es nicht gelesen hat, den macht es vielleicht neugierig, da mal reinzugucken. Wer mit der alten Serie überhaupt gar nichts anfangen kann und die Idee von einem lustigen Batman nicht akzeptieren kann oder will, dem mache ich wenig Hoffnung, dass er sich da reinliest. Also für so ein Publikum ist es auch nicht gedacht. Es ist halt nicht ganz ernst gemeint. Es sind Spaßcomics. Was du natürlich nicht weißt, da du dem Podcast generell nicht folgst, noch nicht mal die Folgen, wo du dabei warst, bist immer noch der Low-Tech-Sepp, ist der Steffen hat das in der letzten Folge besprochen. Und bei Steffen, was denkst du, wie hat es ihm gefallen? Dem Steffen, ich glaube, dem Steffen hat das doch eigentlich ganz gut gefallen, oder nicht? Auf jeden Fall, weil damit verbindet sich so ein bisschen, Batman mag er ja generell ganz gut und wenn es dann noch so ein bisschen so in die kinderfreundliche Richtung ist, dann ist er glücklich, ja. Und hat das auch sehr gelobt und wurde auch von anderen im Podcast, die das gelesen haben, auch sehr gelobt. Ich habe damals, gab es die erste Ausgabe, also das erste Heft quasi kostenlos mal auf Comixology, da hat es mich nicht so sehr abgeholt. Also weiß ich nicht, ich mag auch die alten Batman-Geschichten, die ich so bei EHPA gelesen habe, aus den 80ern, da war viel Schönes dabei, auch das, was man so in Superbänden und sowas gesehen hat, da hatte ich viel, viel Freude dran. Auch wenn es mal ein bisschen düsterer zuging, so düster wie es heutzutage ist, ist es da natürlich nicht gewesen, aber es hatte auch schon Härten drin. Ja, also ich erinnere mich an ein Sonderheft mit Black Mask, also das war wirklich für Kinder nicht geeignet. Ja, ja, da schnitzt sich eine Maske aus dem Sarg seines Vaters und also wirklich schon krasses Zeug und die Maske von der Zirze ist mit ihrem Gesicht hängen geblieben da dran und also das hat mich als Kind schon schwer beeindruckt damals, ne? Mir fällt gerade, wenn du so Sachen erzählst, auch immer wieder auf, dass diese Sachen viel stärker gewirkt haben früher, weil nicht alles so düster war. Also wenn immer alles furchtbar grausam ist und jede Figur hat ein ganz, ganz schlimmes Schicksal, dann kann niemand mehr rausstechen. Und wie du gerade gesagt hast, da liest man das und dann beeindruckt einen das und das bleibt bis heute hängen. Ich habe oft das Gefühl, die Dinge, die ich heute lese, die habe ich in einem Monat wieder vergessen, weil die nächste Sensation lauert auch schon die nächste Ecke und wieder stirbt einer oder steht wieder auf oder bringt jemand um und es nutzt sich doch ziemlich stark ab. Das bedeutet nicht, dass ich das nicht will, ja, nur das Maß ist verloren gegangen. Deswegen komme ich jetzt auch gerade passenderweise auf ein anderes Thema. Wechseln wir mal in Sachen Superhelden mal zu Marvel rüber. Dort ist jetzt gerade eine Graphic Novel rausgekommen, die heißt Ultrons Zorn. Ist von Rick Remender geschrieben, von dem Opena gezeichnet in Zusammenarbeit mit einem gewissen, ah, Mist, jetzt habe ich den Namen vergessen, La Paz? Tut mir leid, also sorry an die Zuhörer, den Pepe irgendwas, irgendein Pepe und dann der Nachname irgendwas mit L, der hat mit dem zusammengearbeitet, weil der Opena nicht das ganze Ding schultern konnte. Und die Graphic Novel konzentriert sich auf Ultron, was auch kein Wunder ist, nachdem der Film jetzt gerade in den Kinos gewesen ist. Ich habe aber mit der Graphic Novel dasselbe Problem wie mit dem Film. Ich kann nur mit Gebeten an die Beratungsstand in der Badezimmerabteilung zu kommen.
Frau Katja Peglu, bitte kommt an den Beratungsstand in der Badezimmerabteilung. Okay, den Cliffhanger müssen wir jetzt leider offen lassen. Ob die Dame die Badezimmerabteilung finden wird oder nicht, das lösen wir am Ende der Sendung auf. jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, ist, in dieser Graphic Novel wird genau wie in dem Film viel gestapelt. Also eine Sensation nach der anderen, immer schön obendrauf, ja. Und die Hauptfigur, die muss ja, also der Schurke, der Hauptschurke, der muss ja auch irgendwie was zu bieten haben, da muss man sich ja auch irgendwie reindenken können. Im Film wurde es so gelöst, dass die Züge des von Ultron sehr menschlicher gemacht worden sind. Er hat mehr Bewegung im Gesicht gehabt, was ich persönlich für einen fatalen Fehler gehalten habe. Diese maskenartige Erscheinung seines Gesichts, das Dauergrinsen, das er da hat, ja, das vollkommene Fehlen von jeder Art von Reaktion auf was auch immer um ihn herum passiert, zusammen mit dem roten Glühen und dem Kirby Crackle, das aus seinem Mund rauskommt, macht viel mehr Eindruck als ein böser Blick oder ein erschrockener Blick oder ein O oder ein A oder wie auch immer. Weil jede Gesichtsregung nimmt der Figur das Geheimnisvolle, nimmt ihr das Außerweltliche und halt eben dieses Robotermäßige und macht sie menschlicher. Und während es ein Roboter ist, der scheinbar menschlich reagiert, ist er eben doch nicht menschlich. Das ist der große Unterschied zu Vision. Leider pfeife ich jetzt gerade, scheinbar kriege ich auch eine Erkältung. So schnell geht's. Mhm. Bei Vision ist es so, dass das menschliche Gesicht ein ganz wichtiger Aspekt ist, um klarzumachen, ja, das ist zwar eine Maschine, aber er könnte eine Seele besitzen. Und bei Ultron ist es so, der redet, als hätte er eine Seele, ist aber eindeutig eine Maschine, da gibt's gar keinen Zweifel dran. Das hat der Film kaputt gemacht. Und auch in dem Comic ist es so, dass es anfängt mit dem Original Ultron, irgendwann kommt ein bestimmtes Ereignis, das ich nicht spoilern will, und dann gibt's eine Änderung am Design der Figur, die ist auch durchaus aus der Handlung her begründet, aber ab dem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, konnte ich das nicht mehr so ernst nehmen. Also es ist mir sehr schwer gefallen, das Finale von dieser Graphic Novel zu genießen. Visuell super toll. Eine Kampfszene nach der anderen, alle möglichen Rächer mit drin. Also es gibt nur wenig Gründe, sich das nicht zuzulegen, wenn man Marvel-Leser ist. Aber als Ultron-Fan, muss ich sagen, war ich doch recht unbefriedigt. Ja, es sagt mir leider gar nichts, habe ich noch nicht gelesen, aber hört sich für mich im ersten Moment gar nicht so uninteressant an, weil ich Remender halt ganz gerne lese. Ja, also es kommt nicht nur Gutes bei ihm raus, aber ich sag mal so 80% gefallen mir eigentlich seine Sachen. Also während sein X-Force hat er geschrieben, ja, die X-Force-Hefte damals, diese ganze Apocalypse-Sache mit dem Angel und die Uncanny Avengers. War das nicht Remender gewesen? Ja, er hat ja natürlich auch viel bei Image gemacht. Also ja. Ich beziehe mich auf seine, also hauptsächlich lese ich tatsächlich seine Sachen oder Sachen, die er auch irgendwie in Zusammenarbeit mit seiner Frau zusammen gemacht hat, mit der Kelly Sue. Also das, ja. das mag ich schon sehr. Ja, da sind die deutschen Verlage halt sehr zögerlich, da mal ein bisschen mehr rauszubringen. Also er war auch der Autor von Fear Agent gewesen, gell? Ja. Also da gibt es schon einige Sachen, die mich interessieren würden, aber ich könnte mir die natürlich auf US holen. Durch mein Platzproblem zu Hause habe ich aber fast aufgehört, irgendwas aus den USA zu bestellen, weil die deutschen Publikationen schon jeden Quadratmeter in meiner Wohnung auffüllen. Nee, auf jeden Fall, wem die Sachen gefallen haben von ihm, der kann da auch da bedenkenlos zugreifen. Es macht auch einfach Spaß, losgelöst aus der Kontinuität, da braucht man sich keinen Kopf drüber machen, was vorher oder hinterher war. Es kommen Rächerteams aus verschiedenen Dekaden vor. Das heißt, egal ob man jetzt Fan aus den 80ern, 70er, 80ern oder von jetzt ist, kann man auf jeden Fall lesen. Ja, also wie gesagt, ich wollte es jetzt auch nicht so grundlos schlecht machen. Hat schon Spaß gemacht. Was aber interessant festzustellen war, ich habe parallel dazu, also nicht wirklich parallel, sondern kurz davor, den Doctor Strange Band von Steve Ditko gelesen, der bei Hachette rausgekommen ist. Oder Hatchet. Ich weiß nie, wie die ausgesprochen werden. Ich sage immer Hachette. Aber ihr wisst, was ich meine. Also aus dieser Marvel-Kollektion. Das sind die Kapitel dieser Geschichte, sind immer 10 Seiten. Das ist eine sehr lang angelegte Erzählung.
Und ich habe festgestellt, dass in manchen von diesen 10 Seiten mehr passiert als in der kompletten Ultron Graphic Novel. Das war schon ein bisschen schockierend, muss ich sagen. Also so massiv ist mir bisher auch noch nicht aufgefallen. Zu dem Doctor Strange Band, den kann ich jedem nur an Herz legen. Also die kreative Energie, die Ditko da damals entfaltet hat, war schon Wahnsinn. Großes Problem bei Strange oder bei jeder Art von Magie in Comics ist immer, wie setze ich die visuell um? Und ich finde, er hat da eine super Methode gefunden, das zu machen. Das funktioniert auch einfach sehr gut. Ich habe das später bei Frank Brunner gesehen, der hat das ein bisschen schöner gemacht, aber er hat jetzt keine großen Innovationen da reingebracht. Das ist immer auf derselben Basis, wie Ditko gearbeitet hat. Es wirkt ein bisschen altbacken, ist nichts dran zu rütteln, weil das ist immerhin aus den 60ern. Aber ich finde nicht, dass es nicht mehr lesbar ist heutzutage. Genauso auch wie die Kirby-Sachen, die im Augenblick vermehrt wieder rauskommen. Also die Galactus-Trilogie ist aufgelegt worden. Mit dabei war auch die Inhuman-Story, die dem direkt vorausgeht. Die ich jetzt sogar nach nochmaligem Lesen, die macht nicht den Eindruck wie die Galactus-Story. Aber da sind so viele interessante Ideen drin, weil diese Inhumans gab's ja vorher nicht. Black Bolt und Triton, Gorgon, Medusa, alle zusammen, ja. Und da, man kann sich nur wundern, wo kam das alles her, ja? Weil das kam in so kurzer Zeit, eins nach dem anderen, Wahnsinn. Es ist eh ein Effekt von man kann nicht sagen Übersättigung, aber mit meiner Unzufriedenheit mit den modernen Marvel-Sachen, dass ich so viel Zeit jetzt mit den alten Sachen verbringe. Und zwar nicht mit den alten Sachen, die ich schon gelesen habe, sondern mit den Neuveröffentlichungen, die jetzt rauskommen. Gerade diese Hachette-Kollektion bietet da wirklich interessante Sachen an. Also jetzt kommen auch die Captain Marvel-Hefte. Und zwar nicht nur die Graphic Novel Der Tod von Captain Marvel, den manche vielleicht schon noch von Condor haben, sondern auch die ganze Vorgeschichte, die, soweit ich weiß, was nicht viel heißen will, auf Deutsch noch nicht vorliegt und zumindest mal nicht so zusammenhängt. Auch die Captain America Story, die rausgekommen ist, also das sind echt tolle Sachen. Diese Klassiker neu für sich zu entdecken, ist eine ganz besondere Erfahrung, will ich sogar sagen, weil das eine andere Erzählweise ist, als heute üblich ist. Die Faszination, die das auf mich gehabt hat, ist zu vergleichen, aber nicht dasselbe wie bei Trulé. Man hat was in der Hand, was Jahrzehnte alt ist und wundert sich eigentlich, warum ist mir das noch nicht früher über den Weg gelaufen? Und warum hat sich Panini so lange geweigert, das auf Deutsch rauszubringen? Der Unterschied ist klar, bei Trolley gibt's nicht so viel Material. Also du hast bei Marvel immer was du neu bringen kannst. Also wenn du dich nur damit beschäftigst, alles auf Deutsch rauszubringen, was in den USA erscheint, hast du keinen Platz für irgendwelche Nachdrucke. Was aber nicht bedeutet, dass es nicht lohnenswert ist. Und es freut mich halt unwahrscheinlich, dass diese Hachette-Kollektion auch Panini dazu angeregt hat, wieder was rauszubringen, wobei ich es immer ein bisschen ärgert, dass die Überschneidungen so groß sind. Die Best-of-Bände von Panini enthalten immer zu 50 oder mehr Prozent Material, das im entsprechenden Band von Hachette drin ist. Wenn du nicht beides kaufst, fehlt dir dann doch irgendwie was. Das ist ein bisschen frustrierend. Bei dem Hachette-Band ist es nicht so schlimm, der kostet nur 12,99. Der Panini-Band, der haut dann schon eher ins Geld. Ja. Aber trotzdem bin ich froh, dass es überhaupt kommt. Man muss ja nehmen, was man kriegt. Ich bin bei diesen Hachette-Bänden aktuell nicht so, also ich habe keinen einzigen, weil da wirklich sehr, sehr viele Bände dabei waren, die schon in irgendeiner Form hatte, gerade wenn man von Anfang an Marvel-exklusiv hat oder von DC Premium hieß es, da sind einfach viele Sachen, die ich schon kannte, deswegen bin ich da komplett nicht, ich habe schon gehört, sind einige Sachen, die noch nicht auf Deutsch erschienen sind, ich glaube She-Hulk hatten sie zum Beispiel, aber auch bei She-Hulk hatte ich dann halt die US-Trades schon dazu gelesen, deswegen hat mich das mit Hachette relativ kalt gelassen. Das ging mir genauso, als sie angefangen haben. Ich habe mir angesehen, was da rauskommen sollte, die ersten 10 Bände, habe gedacht, braucht kein Mensch. Das ist nicht wahr. Das habe ich natürlich nur auf mich bezogen. Eigentlich hätte ich mir denken müssen, brauche ich nicht. Aber wie das halt so ist, ne? Alles, was da erschienen ist, war nicht viel älter als 10, höchstens mal 15 Jahre. Aber der große Erfolg von der Reihe und auch von den wenigen Klassik-Sachen, die damals rausgekommen sind, hat die dann wohl doch dazu gebracht, das deutlich zu erweitern.
Und für Leute, die, auch wenn sie alle Marvel exklusiv haben und fleißig Marvel Deutschland gelesen haben und auch alle Panini-Publikationen, kommen jetzt die interessanten Sachen. Nämlich die, die entweder sehr, sehr schwer nur zu bekommen sind. Da waren schon, ich glaube, das war am Anfang der jetzigen Reihe, so Sachen wie die Phoenix-Saga von den X-Men und so. Ja, wenn man sich das X-Men-Archiv damals geholt hat mit den Claremont oder die Essentials, dann hat man das. Aber das für 12,99 € im Hardcover kann man nichts sagen. Ja, und auch wenn man es Essential hat, ist es schwarz-weiß und vielleicht will man es halt doch nochmal in Farbe sehen. Da lohnt sich das Zugreifen schon. Und ich kann halt, wie gesagt, jedem nur diese Klassiker ans Herz legen. Selbst wenn man nicht unbedingt sagt, oh, ich bin ein Fan von der Phase. Es kostet nur 12,99 € und diese Klassikbände haben auch meistens mehr Seiten. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber die sind relativ dick, ja. Und man kann sich nicht der Tatsache erwehren, dass wenn man die liest, feststellt, dass alle Ideen, die da drin sind, heute dann halt eben gleichzeitig in 5 Reihen platt getreten werden über Storybögen, die 6 oder 12 Hefte beinhalten und es war damals auf 24 Seiten. Also das allein deswegen ist es schon interessant, das zu lesen. Ich sehe auch immer wieder im Forum von Leuten, die sich die Kollektion geholt haben und dann mehr oder weniger widerwillig dann auch mal in die alten Sachen reingucken, wie die schreiben. Also am Anfang mit den Zeichnungen konnte ich ja gar nichts anfangen. Aber nachdem ich mich dann mal reingelesen hatte, war das dann schon okay und das hat mir dann auch besser gefallen. Und das freut mich, wenn ich sowas lese, ja, weil da halt auch klar wird, wenn es gut erzählt ist, dann ist es egal, ob das vor 4 Jahrzehnten gezeichnet worden ist oder gestern. Ja. Hast du auch eine Meinung dazu? Definitiv. Also es ist, wenn du es jetzt speziell auf Marvel beziehst, hatte ich ja schon gewisse Erwartungen so ein bisschen an Marvel Now. Fand zum Beispiel Superior Spider-Man hat mir richtig gut gefallen, aber auch das haben wir jetzt ja wieder rumgedreht. Superior Spider-Man ist leider Geschichte. Ich fand das sehr, sehr spannend, einfach die ja Figur oder wie auch immer in neuen Kontext zu sehen, den sie in Superior Spider-Man gebildet haben. Oder ich fand auch die Idee mit den neuen X-Men fand ich super. Also die X-Men aus der Vergangenheit quasi, die in die Zukunft reisen und feststellen, ja, wir sind ganz schön abgefuckt oder tot. Hat mir am Anfang auch richtig, richtig gut gefallen, die Idee. Aber zum Beispiel bei den neuen X-Men ist jetzt auch so, ich heb mir das immer auf, lese es dann runweise halt. Und da muss ich halt sagen, der Anfang war gut, aber aktuell, weiß ich nicht, sind die Figuren mir fast schon wieder ein bisschen zu beliebig geworden. Man hätte sehr, sehr viel Interaktion machen können mit den Pendants, die halt noch überlebt haben oder aufeinandertreffen, wie manches abläuft. Und aktuell ist es wieder sehr, sehr viel auf Action und Ähnliches gemünzt, wo ich sage, schade, da hat man eigentlich ein bisschen was verschenkt. Moon Knight hat mir noch gefallen von den neuen Marvel-Sachen. Das war natürlich ein schönes Rezept, was sie dafür ausgepackt haben. Hat man auch schon im Podcast gesprochen. Aber es, wie gesagt, die anfängliche Euphorie, dass jetzt so ein bisschen neuer Status geschaffen wurde, ist abgeklungen. Ich meine, jetzt kommen ja wieder diverse Events und nichts wird wieder so sein wie vorher. Oder es läuft schon. Ich verfolge das ja meistens eher dann retrograd, was dann passiert oder halt auch nicht. Aber gut, immerhin kann ich sagen, bei Marvel tangiert es mich noch irgendwie. Bei DC sind viele Sachen dann wirklich so geworden, dass ich gesagt habe, okay, momentan muss ich das nicht so lesen. Da werde ich mir dann auch irgendwann die Rosinen rauspicken und das, wo man hört, es könnte gut gewesen sein, unter Umständen dann mal lesen. Außer Batman. Batman habe ich natürlich im Dauerabo seit 2000x. Also ich weiß es nicht mehr, wann es angefangen hat, aber ja, ich würde mal sagen 2001, 2002 oder so. Ging das los. Das ist natürlich, da gehe ich durch gute und durch schlechte Zeiten mit der Figur, zumindest in der Heftserie. Aber ansonsten bin ich DC-mäßig momentan relativ raus. Bist du noch irgendwie DC-mäßig unterwegs? Das letzte, was ich bei DC gelesen habe, war Multiversity. Das Morrison-Event, das da rausgekommen ist. Ich habe mich erst ein bisschen gesträubt, mir es zuzulegen, aber es hat mich dann doch interessiert, vor allen Dingen, was ich so drumherum gelesen habe. Ich muss dann aber sagen, dass nachdem es dann vorbei war, war ich doch ein bisschen enttäuscht davon. Also ich habe mir mehr erwartet. Viele Morrison-Sachen, die extrem vielversprechend sind, liegen auf Deutsch immer noch nicht vor. So Flex Mentallo und
Vor allen Dingen die Invisibles, die mittendrin abgebrochen worden sind, wo dann nur wenige Bände da sind. Und dann wurde natürlich vollmundig angekündigt, das ist jetzt Morrisons Magnum Opus und bla und bla hin und her. Und da habe ich es dann gelesen und dachte mir, ja, es war okay. Was eigentlich, also das, es war eigentlich gut, nur im Vergleich zu der Ankündigung war es halt nur okay und es langt halt irgendwie nicht, ja. Was ich sehr interessant war, dass er dort einen Kommentar darüber trifft, wie diese ganze Eventsache und das Modernisieren Einfluss auf die Comics an sich hat. Er hat ja so diese fixe Idee, dass die Comics die neue Religion sind, ja, also eine mögliche neue Religion sind, die man auch auf die Art und Weise ernst nehmen muss, eine Mythologie, die sich im neuen Zeitalter herausgearbeitet hat. In gewissen Punkten gebe ich ihm da auch durchaus recht, nur gehe ich nicht so weit wie er. Also ich finde, er hebt da ein bisschen ab damit. Und er hatte eben in Kommentaren Multiversity dazu getroffen, dass sowohl die Leser als auch die Verlage dran schuld sind, wenn das aus den Fugen gerät, wenn die kreativen Ideen bedroht werden, wenn das alles schematisiert wird, wenn es ein Einheitsbrei wird, wenn es uninteressant wird und wenn man diesen Eventwahn dann auch noch unterstützt, macht man die Sache nicht besser. Man sollte zu Konzepten stehen, die man gut gefunden hat, man sollte aber gleichzeitig nicht davor zurückschrecken, innovativ daran zu gehen und sie auch mal zu modernisieren. Also man merkt schon, das sind schon Widersprüche drin. Ihm geht's halt darum, dass man Maß hält. Die Ironie dabei ist, er hat selber ein Event gemacht, bei dem er alles auf den Kopf stellt und Riesenfiguren einführt und das Ganze mit Fortsetzung folgt, enden lässt und hat genau das abgeliefert, was man nach seiner Theorie, wovon man lieber die Finger lassen soll, weil da macht man ja alles kaputt damit. Und da bin ich dann als Leser doch ein bisschen zweifelnd zurückgeblieben mit der Frage, was willst du mir jetzt eigentlich sagen? Willst du mir sagen, ich hätte deinen Comic lieber nicht kaufen sollen? Und es war ein bisschen ernüchternd gewesen, durchaus dazu beigetragen zu dieser Reaktion von mir hat natürlich auch die Tatsache, dass ich mit den Marvel Comics der letzter Zeit immer weniger anfangen kann. Ich habe das Gefühl, dass die zusammenhängende Erzählung, die Anfang der 60er dort begonnen worden ist, keine Rolle mehr spielt. Es war natürlich schon eine ganz schöne Verrenkung, das über so viele Jahrzehnte aufrechtzuerhalten. Und ja, das konnte man nur mit viel Ächzen und Stöhnen und alle Hühneraugen zudrücken akzeptieren, dass man jetzt seit 40 Jahren was liest, das in einem Zeitraum von 5 Jahren passiert sein soll. Aber es hat irgendwie funktioniert. Also ich habe es gefressen und jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht genau, ich kann es nicht genau an bestimmten Sachen festmachen. Also an einer Sache natürlich schon bei Spider-Man. Da ging es mir wie bei dir mit Batman. Ich habe alles gelesen, ob es gut oder schlecht war, bis BND gekommen ist. Also Brand New Day oder One More Day. Und dann jetzt löschen wir mal gewisse Aspekte und fangen wieder von, in Anführungszeichen, von vorne an. Ich hatte einmal das Gefühl, das brauchst du nicht alles nochmal lesen. Ja, weil das hatte ich schon. Und auf der anderen Seite fühlte ich mich auch betrogen, weil die fortlaufende Handlung, der Soap Opera Aspekt, der so neu war bei Marvel, der eins der Markenzeichen gewesen ist, wurde brutal abgebrochen. Der wurde dann zwar neu installiert mit anderen Figuren, aber das juckt mich nicht. Wenn meine Lieblingsserie im Fernsehen abgesetzt wird und kommt dann mit demselben Titel, wo New Adventures drunter steht, wieder in Fernsehen, dann heißt das nicht, dass ich das weitergucke. Ja? Also vielleicht verstehen das die Leute, die Akte X jahrelang geguckt haben und dann war auf einmal Mulder und Scully waren weg und da gab es andere Agenten und dann, mir doch egal. Ja? Und das war es dann auch irgendwann. Und das war ein ähnlicher Effekt bei mir gewesen. Ja? Ja, der heißt immer noch Peter Parker, aber der ist nicht mehr verheiratet und das ist irgendwie komisch. Über die Figur will ich nichts lesen. Ja, also ich will über die Figur lesen, über die ich die letzten paar Jahre was gelesen habe. Und was viele nicht verstehen, nein, ich will nicht immer wieder dasselbe lesen. Aber der war halt am Anfang in der Highschool, dann war er im College, dann hat er eine Freundin gehabt, dann hat er eine andere Freundin gehabt, dann war er verlobt, dann war er verheiratet. Das hat sich entwickelt, ja. Das ist für mich Entwicklung.
und nicht nur den nächsten Schurken auspacken oder und dann diese Sensationslüsternheit. Du sagst ja gerade zu Perry, Spider-Man hat dir gut gefallen, das war mal was anderes gewesen, kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich habe es nur von außen beobachtet und von außen war das so, jedes halbe Jahr kam dann irgendwie der nächste große Hammer. Ja? Jetzt arbeitet er bei Horizon Labs und jetzt hat er tolle neue Rüstungen und jetzt ist er von einem anderen besessen und bla bla hinher. Und wenn man die Hefte nicht gelesen hat, dann hat man gedacht, ja, das ist dieses Hochstapeln, von dem ich vorher schon mal geredet habe. Nichts mehr wird ausgearbeitet, sondern es muss direkt der nächste Hammer kommen. Wir haben gar nicht so viel Zeit, um da jetzt mal drauf einzugehen. Wenn man das mit früher vergleicht, da wurde am Anfang des Jahres in irgendeinem Heft irgendeine Figur eingeführt mit irgendeinem Problem. Die ist dann alle drei Hefte einmal aufgetaucht und hat 2, 3 Szenen gehabt. Und das hat aber am Ende vom Jahr zu einer Story geführt. Das war wirklich unauffällig im Hintergrund, lange aufgebaut, ein sehr interessanter Aspekt. Dafür ist heute keine Zeit mehr. Also da steht dann vorne auf dem Heft drauf, der stirbt heute. Ja? Der taucht am Anfang vom Heft auf und stirbt spätestens am Ende vom nächsten. Ja? Das geht mir einfach zu schnell, da ist keine Zeit mehr da. Ja? Sie müssen ja vor allem auch immer irgendwelche Großevents mit einbauen. Also du kannst die Figur nur zu einem gewissen Punkt entwickeln, dann kommen meinetwegen eine riesige Alien-Horde, die ganze Welt liegt in Trümmern und dann muss natürlich die Figur auch dann in Trümmern liegen. Und das ist halt sehr, sehr schade, dass es immer auf diese bisschen Effekthascherei halt. Ne? Ja, es entsteht dieser gehetzte Eindruck, wie du, weißt du, Spider-Island und dann Spider-Verse und da haben wir nicht viel Zeit dazwischen, ja, wir wissen ganz genau, in 1,5 Jahren spätestens muss das nächste Event kommen, das heißt, du hast jetzt 18 Hefte, um irgendwas Relevantes zu erzählen, viel Glück. Ja, das ist schon ziemlich brutal. Unter demselben Problem litt in meinen Augen auch der Age of Ultron Film, der war nämlich auch sehr gehetzt. Ich fand ihn nicht scheiße, aber ich fand ihn unbefriedigend. Und um jetzt mal ein bisschen von dem Thema abzukommen, genauso ging es mir bei dem neuen Star Wars Film. Da habe ich auch drin gesessen, habe gedacht, da haben sie viel reingepackt, sieht auch alles super aus und sind auch tolle Sachen drin, die mich echt gefreut haben. Aber ich kann mich nicht retten vor diesem schnell, 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 noch einen Punkt abhaken, noch einen Punkt abhaken. Und dann ist irgendwann der Film vorbei und du denkst so, ja, Wahnsinn, war Riesenhetzjagd gewesen und aber irgendwie, es langt nicht, ja. Das ist so wie, keine Ahnung, 2 Stunden lang bei McDonald's essen, hast du immer noch nicht richtiges im Bauch. So ging mir das bei dem neuen Mad Max. Das ist ja im Prinzip auch nur eine 2 Stunden oder 1,5 Stunden lange Jagd so durch die Gegend. Und ich denke mir, es sind geile Figuren und warum erzählen die nichts dazu? Warum ist denn der Immortan Joe, warum ist denn der Unsterbliche und Furiosa, warum ist die Furiosa? Ich habe jetzt natürlich eine kleine Antwort dazu gefunden, weil es gibt natürlich auch einen Comic dazu, ne, wo diese Vorgeschichten berichtet werden. Der Zeichenstil ist nicht so ganz meins, also es waren auch alles mir relativ unbekannte Künstler, aber jemand, der die Charakterdesigns gemacht hat, der hatte dran mitgearbeitet und hat sehr, sehr stimmige Vorgeschichten, also zu meinen Fragen, die sich mir während diesen Film, den ich eigentlich gut fand, aber zu kurz und dauernd jagt, dann gestellt haben, weil ich fand richtig, richtig coole Figuren, ich mag ja diesen Endzeit-Scheiß richtig gut, da kann man mich immer mit abholen. Und ja, also das ist eins der wenigen Comics zu Filmen, ob Prequel oder Sequel oder was auch immer, die mich mitgenommen haben. Also der ist auch auf Deutsch erschienen seinerzeit bei Panini, den kann man durchaus mitnehmen. Hast du den gelesen? Nee, den habe ich nicht gelesen. Tatsächlich will ich den auch gar nicht lesen und ich habe auch eine Erklärung dafür. Ich habe mir, nachdem der neue Mad Max rausgekommen ist, also einige Zeit danach, die DVD-Kollektion mit allen 4 Filmen geholt. Ich kannte die alten Filme, vor allen Dingen den 3., weil den durfte ich halt gucken und den habe ich auch ungeschnitten sehen können. Das war beim 1. und beim 2. nicht so leicht früher. Als ich mir die alle nochmal angeguckt habe, ist mir eine Sache aufgefallen, nämlich dieses Prinzip mit den Figuren, die zwar interessant wirken, aber irgendwie gar keine ordentlichen Hintergrundgeschichten haben, war immer so. Da ist nie irgendwie groß was drüber gesagt worden, was denn da dahinter steckt. Also der George Miller ist sich da sehr treu geblieben. Eine andere Sache, warum mir das bei Mad Max nicht so negativ aufstößt, ist die Ehrlichkeit. Der versucht auch nie was anderes zu sein als eine einzige lange Verfolgungsjagd. Also der versucht nicht, der sagt dir nicht, hallo, ich bin ein komplexer Film,
Ja, also pass mal gut auf. Und wenn du das dann tatsächlich machst, dann bist du am Schluss der Dumme. Ja, weil hättest du lieber nicht so gut aufgepasst, hättest du vielleicht mehr Spaß dran gehabt. Und der Film sagt dir direkt vom Anfang an, pass mal auf, hier geht's, die Hauptfigur redet fast nicht, ja. Wir fahren jetzt durch die Wüste, es gibt einen Haufen Explosionen und coole Autos und abgefahrene Leute und da fahren wir einmal hin und da fahren wir einmal her und da ist der Film vorbei. Damit kann ich leben. Wenn ich das so offen und so ehrlich vor die Nase gehauen bekomme, dann komme ich damit klar. Aber wenn ein Film versucht, mehr zu sein, als er ist, nicht. Und jetzt der Grund, warum ich von den Comics nicht so begeistert bin, für mich persönlich, natürlich sehr subjektiv, ist der letzte der alten Filme immer noch der letzte. Im ersten Teil ist er noch der Polizist, fährt er mit seinem Auto weg. Im zweiten Teil hat er das Auto auch noch, das geht dann irgendwann kaputt. Im für mich dritten, das heißt dem neuen, taucht das Auto wieder auf, ist aber wirklich nur noch irgendwie zusammengeflickt. Ja, die Reifen sind also alles verrostet und er taucht später nochmal auf, wird dann endgültig zerstört, ja, wenn er noch sagt, hey, jetzt habt ihr auch noch mein Auto geklaut, ja. Und im letzten Teil, Anführungszeichen, im letzten Teil, hat er das Auto nicht mehr. Da gibt's diesen tollen Interceptor nicht mehr. Da hat er ein ganz anderes Vehikel, mit dem er unterwegs ist. Und ich fand es auch immer ein interessantes Ende, dass er nochmal was, dass er was Gutes tut, dass er die Zukunft der Welt rettet, indem er diesen Kindern zur Flucht verhilft und dann trotzdem Mutterseelen allein in der Wüste zurückbleibt. Also das ist ja auch so ein Aspekt von der Figur, die sich durch alle Filme gezogen hat. Er ist am Schluss, egal ob er gewinnt oder verliert, der Dumme. Ja, weil für ihn hat sich nicht so richtig viel getan, ja. Und aus dem Grund möchte ich die Comics nicht lesen, weil ich nämlich gesehen habe, dass die Comics den Film einordnen als tatsächliche Fortsetzung. So dass die Ereignisse von dem Jenseits der Donnerkuppel vorher gewesen sind. Das passt mir nicht, also habe ich einfach die Comics nicht gelesen. Ja, es ist durchaus auch eine Möglichkeit, aber es waren so viele Logik-Sachen, die mich bei dem Film immer so, also mir hat der Film gefallen, aber ich habe mich immer gefragt, warum ist denn das jetzt so und so? Er ist Universalspender von Blut. Okay, wir hängen ihn an eine Lanze vor das Fahrzeug, wo er am schnellsten irgendwie getötet wird und dann können wir das Blut nicht mehr benutzen. So, ne? Und auf verschiedene Aspekte, die sich mir fragen, die sich dann wurde dann sehr, sehr gut eingegangen. Also, und dadurch, dass es auch dieselben Leute sind, die an dem Film mitgearbeitet haben, macht es da in dem Sinne Sinn. Ja, ich kannte auch als ersten lustigerweise natürlich Jenseits der Donnerkuppel, ist klar, weil der lief nämlich im Fernsehen. Der Rest war, den habe ich aber den ersten habe ich zwischendurch mal interessanterweise, glaube ich, im Fernsehen gesehen. Und mittlerweile geht das ja anscheinend. Und ja. Die sind alle nur noch ab 16. Also die haben die Indizierung komplett zurückgenommen, auch ab 18 zurückgenommen und haben die für die heutigen Maßstäbe sehr realistisch bei 16 eingeordnet. Okay. Mir fällt gerade ein, ich habe natürlich auch noch was gelesen. Und da stellt sich die Frage, hat der Sepp das auch gelesen? Hast du das gelesen? Und zwar ist das Providence von Alan Moore und Jason Burroughs. Darf ich mal reingucken? Natürlich, ich werde ein bisschen was drüber berichten. Der Grund, warum ich es nicht gelesen habe, ich wollte im Laden auch schon reingucken, aber die sind alle schön eingeschweißt und ich wollte erst gucken und dann kaufen. Deswegen ist das eine nette Gelegenheit. Ja, perfekt. Also wir wissen ja, wenn Alan Moore was anpackt, dann wird das in der Regel richtig gut. Wir erinnern uns, er hat mal Superhelden angeguckt, da ist Watchmen rausgekommen. Gut, ist natürlich ein bisschen platt ausgedrückt. Er hat natürlich auch, sag ich mal, einfachere, einfach zu verstehende Superheldengeschichten geschrieben. Aber und in der Regel hat er schon komplexe Sachen rausgebracht. Bei der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen hat er schon angefangen, sehr, sehr viel recherchiert über alte Pulp-Figuren aus den 20ern und hat das eingebaut und riesige Anspielungen gemacht, die man ja teilweise sehr, sehr schwierig verstehen kann, wenn man kein Engländer ist und nicht 1920 schon gelebt hat oder so. Aber es gibt immer eine Unmenge an Material dabei und dieses Mal hat er sich Lovecraft vorgenommen. Und das ist ja, gerade bei Horrorfans ist das ja an und für sich schon ja eine Legende für sich. Und diese Legende hat er sich jetzt vorgenommen, so ein bisschen ja komplett mit in seine Comics einzubauen, als ein großes Ganzes, wie es zum Beispiel bei der Liga auch gemacht hat. Und hat
ja, schreibt das aus Sicht eines Reporters Robert Black, der so verschiedenen mythologischen Sachen einfach anfängt nachzugehen. Und während er so da so den Sachen nachgeht, streift er verschiedene von den Geschichten, die wir von Lovecraft halt kennen. Ja, also Providence ist ja, wird hier der Ort genannt, wo es zu den Vorkommnissen kommt, dass die Bewohner sich immer mehr Fischen annähern oder ne, also Meereswesen, immer mehr zu Meereswesen mutieren, beziehungsweise schon geworden sind. Und diese ganzen Geschichten hat er in Providence vereinheitlicht und lässt es durch die Augen von diesem Robert Black, was natürlich wieder so ein bisschen alter Ego von Lovecraft sein könnte, lässt er das Ganze da durchlaufen und ist auch sehr, sehr stimmungsvoll. Ich habe nur das ein oder andere Problem damit, weil ich jetzt da nicht so gefestigt bin. Natürlich kenne ich die ein oder andere Geschichte dazu, aber halt nicht alle. Und ich habe das Gefühl, ich verstehe nicht hundertprozentig jegliche Anspielung. Also es ist sehr, sehr dicht. Er hat auch wieder nicht nur Comic-Seiten dabei, sondern er hat zum Beispiel ein Gemeindebrief von diesem Ort, wo die Fische existieren. Und da ist natürlich eine Kirche, wo dann schon so eine Art Meermann gehuldigt wird. Ne? Das ist Kirche von St. Judas. Der Gemeindebrief, den hat er einfach mal dabei. Oder auch die Tagebuchauszüge von dem Robert Black sind drin enthalten. Und weitere Kinderbilder teilweise. Ja, da gibt es eine sehr, sehr schöne Geschichte über Geschwister und ähnliches. Also es ist eine sehr, sehr düstere, typisch Lovecraft-mäßige Atmosphäre, wo das Böse halt nicht so, wie soll ich sagen, dir als Monster sofort ins Gesicht springt, sondern so beiläufig da ist und immer mehr wird. Ja, also wo du am Anfang noch denkst, ja, gut, sieht halt ein bisschen komisch aus oder möglicherweise sind dessen Eltern Geschwister oder sonst irgendwas. Und dann wird es aber, nimmt es immer mehr zu und das ist schon super gemacht, aber es ist typisch für Alan Moore auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Er hat sich da wahrscheinlich Stunde um Stunde um Stunde mit diesem Thema beschäftigt und das alles genau gelesen und recherchiert. Und also es muss, der Anspruch ist schon, dass es zum Watchmen für Lovecraft werden soll. Und das ist natürlich ein sehr, sehr hoher Anspruch. Ob er den jetzt erfüllt, das muss eigentlich jemand sagen, der da wirklich sehr firm ist in der Thematik. Also sind wirklich sehr, sehr krasse Anspielungen dabei. Und manches habe ich erkannt, aber halt beileibe nicht alles. Trotzdem fühlte ich mich aber sehr gut unterhalten und ja sogar gegruselt halt in dem Sinne halt auch. Weil das wirklich diese Horror ist, der so schleichend halt kommt. Also wenn du siehst, dass jemand einen merkwürdigen Blick hat und so weiter und so fort halt. Ne? Und also da sind wirklich sehr, sehr unheimliche Sachen drin. Und es geht, das Ganze geht noch weiter. Kommt noch mindestens ein weiterer Band raus und da bin ich sehr, sehr gespannt, was er da noch alles mit reinbringt. Die ganze Cthulhu-Problematik und sowas wird da sicherlich noch auftauchen. Und umgesetzt hat es wieder Jason Burroughs. Mit dem hat er ja schon das Neonomicon rausgebracht seinerzeit. Und das passt sehr, sehr gut zu der ganzen Atmosphäre. Ja. Du hast dir ja jetzt mal so grob durchgeblättert, wirst du es dir holen? Ich sage jetzt ganz ehrlich, wahrscheinlich nicht. Der Grund ist aber nicht mangelndes Interesse. Der Grund ist erstens mal der, dass ich in Sachen Lovecraft, wenn ich das zwar kenne, ich glaube, nur eine Geschichte mal gelesen habe. Und ansonsten seine Arbeit nur über die diversen Adaptionen von Leuten. Das geht über Moore in den Gentleman hat er das mal aufgegriffen, in den Nemo-Bänden, über Carpenter, der das in seinen Filmen gerne verarbeitet hat, bis hin zu Leuten, die es in den Romanen aufgenommen haben, wie zum Beispiel Stephen King, der das immer mal wieder eingebaut hat. Ja. Zum Beispiel gab es diese Kurzgeschichte N, die war im Prinzip nichts anderes als ein moderner Lovecraft von der Idee her.
Wobei es nicht an mir ist, eigentlich sowas zu sagen. Also es haben andere darüber gesagt, weil ich könnte das nur dann berechtigterweise sagen, wenn ich Lovecraft komplett gelesen hätte. Aber mir ist durchaus bekannt, dass seine Sachen ihren Horror vor allen Dingen daraus beziehen, was nicht offen gezeigt wird. Aus der Furcht vor dem Unbekannten und aus der Ahnung, dass da etwas sein könnte. Der Jason Burroughs bietet sich dafür eigentlich an, weil er einen sehr sauberen, glatten Stil hat. Also das ist auch mein Problem mit ihm. Er ist mir zu unauffällig. Also es ist nicht so, dass mir die Zeichnungen nicht gefallen, ja. Aber ein ähnliches Problem, wie ich damals bei Das Schwert hatte. Es gibt mir irgendwie nichts. Also ich brauche immer einen visuellen Anreiz, dass ich sage, boah, das muss ich unbedingt lesen, was ein bisschen komisch klingt, weil die Bilder lese ich ja nicht, aber irgendwie halt doch. Und bei dem Burroughs habe ich immer so das Gefühl, ich betone, dass es nur ein Gefühl ist, dass es sehr zweckmäßig ist, aber nicht viel darüber hinaus. Das ist vielleicht unfair, aber das ist mein Eindruck, ja. Deswegen auch meine großen Zweifel daran, ob das jemals ein Watchman für Lovecraft werden kann, weil natürlich die Art und Weise, wie mit dem Medium Comic umgegangen ist, in Watchmen eine sehr spezielle gewesen ist. Da geht es ja nicht nur einfach nur darum, um Superhelden zu thematisieren, sondern auch um das Medium an sich zu thematisieren. Und ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit Sachen, die auf so eine Art und Weise beworben worden sind. Ja, also das ist das Neue sowieso. Da kann man nur enttäuscht werden. Schließe aber nicht aus, dass ich mir das irgendwann zulege. Was mich ein bisschen wundert, ist, steht dick drauf empfohlen ab 18 Jahren. Es war auch eingeschweißt. So beim doch recht intensiven Durchblättern konnte ich jetzt aber eigentlich nichts finden, was ein Grund dafür gewesen wäre. Vielleicht kommt das dann erst in späteren Bänden. Gute Breedstorm sucht jetzt extra für mich eine Stelle raus, die das berechtigterweise darstellt. So, wir haben uns jetzt doch den Band nochmal intensiver angeguckt und der Sepp weiß mittlerweile, warum das ganze Ding eingeschweißt ist. Also es werden doch explizit einige Körperöffnungen gezeigt und es ist nicht nur wegen den Horrorsachen, also es ist jetzt nicht, dass da riesige Blutfontänen und Gedärm und Augen durch die Gegend hüpfen und ähnliches, wie man es von Avatar, bei denen das im Original erschienen ist, die deutsche Ausgabe ist ja von Panini, rübergekommen ist, sondern es ist wird sich mit Sicherheit auf die Darstellung des Körpers und der ein oder anderen sexuellen Handlung beziehen. Was hat denn der liebe Sepp sonst noch so gelesen? Zur Info für die Zuhörer, ich habe jetzt einen Bonbon im Mund, das heißt, wenn es manchmal klackert, dann liegt das an dem. Ich habe mir vor kurzem um Weihnachten rum die Comic-Adaption vom Graveyard Book zugelegt, von Neil Gaiman. Craig P. Russell war da der führende kreative Kopf dahinter, hat aber auch mit anderen Künstlern zusammengearbeitet, wie zum Beispiel Scott Hampton. Und es ist ein außergewöhnlich schönes Buch geworden. Das ist bei Eichborn rausgekommen auf Deutsch. Hardcover mit Schutzumschlag. Gar keine so großartig außergewöhnliche Geschichte. Die Idee ist so simpel, dass man denkt, die kann ja jedem einfallen, aber ich habe es trotzdem so noch nicht gesehen. Spreche ich nicht richtig ins Mikro? Du guckst so kritisch? Nee, ich wollte nur auf die Zeit gucken. Okay. Nee, läuft. Okay, Gott sei Dank, nicht umsonst. Es geht darum, die Geschichte beginnt damit, dass eine Familie getötet wird, aber das jüngste Kind der Familie entkommt dem Mörder und landet auf einem Friedhof und wird von den dort lebenden Wesen und Geistern adoptiert. Das ist eine sehr interessante Idee, ja, die auch sehr cool durchgeführt wird. Also er kann die Geister auch aus irgendeinem Grund sehen. Es gibt also die Lebenden und die Toten, aber auf diesem Friedhof gibt es auch einen, der weder zu den einen noch den anderen gehört. Das wird nie so wirklich gesagt. Aber wenn man nicht lebt und nicht tot ist, dann muss man wohl untot sein. Und das Aussehen von dieser Figur spricht auch sehr dafür, dass er zu einer gewissen osteuropäischen Mythen Gestaltgruppe gehört. Und die Story entwickelt sich dann aus dieser Grundsituation heraus. Es geht einmal darum, wie wächst man auf einem Friedhof auf, ja,
Und zum anderen geht es darum, wird der kleine Junge, der von seinen Eltern Nobody genannt wird, kurzgerufen Bot, jemals rausfinden, wer dann dafür verantwortlich ist, dass seine Familie getötet worden ist, beziehungsweise wird er jemals in der Lage sein, gefahrlos den Friedhof zu verlassen, denn offensichtlich trachtet ihm wohl immer noch jemand nach dem Leben, man weiß nur nicht so genau warum. Jedes Kapitel von dem Comic, von der Comic-Adaption ist von einem anderen Zeichner umgesetzt. Also nicht jedes von einem anderen, aber immer abwechselnd von anderen Zeichnern, die sich aber durchaus wiederholen. Sehr, sehr ansprechend. Also auch Kevin Nolan arbeitet daran mit, den ich auch sehr gerne mag und der sehr, sehr wenig im Bereich Comic in letzter Zeit macht, außer mal ein Cover hier und eine Kurzgeschichte da. Kann ich erstmal den ganzen Gaming-Fans, die da draußen sind und die sehnsüchtig auf die Fortsetzung von der Sandman-Overtüre warten, ans Herz legen, um die Zeit zu überbrücken. Aber auch Leuten, die zum Beispiel die Coraline-Adaption von Craig P. Russell gelesen haben und sagen, oh, der Zeichner gefällt mir gut, weil er natürlich auch dort einige Kapitel selber gestaltet hat. Außerdem, was gab's denn noch so um Weihnachten rum? Muss ich jetzt gerade mal überlegen. Ah, was ich noch vorhin noch zur Sprache bringen wollte in Sachen Marvel, war die Arbeit von Hickman an den Rechern. Die wird teilweise gelobt, teilweise kritisiert, teilweise wechseln sich die Leute, die gelobt und kritisiert haben, auch ab, je nachdem, was für ein Heft gerade rauskommt. Alles steuert jetzt auf das große neue Event Secret Wars zu. Und ich habe das sehr gespannt verfolgt, das Ganze. Also es gab so ein paar Aspekte bei Marvel, wo klar geworden ist, das kann man nicht so leicht wieder rückgängig machen. Und es war auch klar, dass wenn dieses Event kommt, danach tatsächlich mal alles irgendwie anders ist. Ich hatte so eine gewisse Vorahnung, auf welche Weise das passieren könnte. Diese Vorahnung, die ich jetzt nicht erläutern werde, weil es ein Spoiler wäre, hat sich bewahrheitet, nach dem, was ich aus den USA gesehen habe. Sehr zu meinem Bedauern. Nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze in diesem Event darstellt. Also die laufenden Serien bei Marvel haben fast alle damit geendet, dass diese viel besungene Inkursion eingetreten ist, die letzte. Und die Erde, auf der all die verschiedenen Serien spielen, scheint zerstört zu werden. Ja. Deadpool hat gemäß seinem Ruf sehr schön damit gespielt. Also das letzte Heft trägt den Titel Der Tod von Deadpool. Und klar, wenn die Inkursion alles zerstört, dann ist es auch der Tod von der Hauptfigur. Fand ich sehr passend, ja, weil das wieder so ein typischer Meta-Kommentar ist. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass dieser Gesamtrun von Hickman an den Rächern mir doch sehr gut gefallen hat. Auch ich war zwischendurch immer mal wieder verwirrt, wusste nicht, wo das hinführen soll. Ja. Macht das denn alles Sinn? Kriegt er das irgendwann mal alles unter einen Hut? Ich bin auch der Meinung, dass er es nicht geschafft hat, alles unter einen Hut zu bekommen. Es gibt immer noch lose Enden, die ich noch in Erinnerung habe, wo ich gerne mal gewusst hätte, wie das weitergeht. Die vielleicht in irgendwelchen anderen Serien aufgegriffen worden sind, aber von denen ich nichts mitbekommen habe. Der Inhuman-Band, der jetzt gerade als Megaband rausgekommen ist bei Panini, hat zum Beispiel diese Sache mit diesen Kokons wieder aufgenommen und mit den Terrigen-Nebeln, die freigesetzt worden sind. Nach dem Ende von Infinity habe ich davon in allen anderen Serien nicht mehr viel mitbekommen. Es wurde zwei, dreimal thematisiert, also Terrigen-Nebel in der Atmosphäre, alle werden Inhumans und dann passiert irgendwie nichts. So kam es mir vor als Leser. Weil es sind einfach viel zu wenig neue Inhumans aufgetaucht. Erwartungsgemäß hätte ja jeder zweite New Yorker einer sein müssen, aber es war überhaupt nicht so gewesen. Es betrifft ja, glaube ich, hauptsächlich diejenigen, die schon sowieso Inhuman-Gene in sich haben. Also wenn du, sag ich mal, genetisch in keinster Weise mit eingekreuzt wurdest jemals in der Vergangenheit mit Inhuman, dann wirst du auch nicht zum Inhuman. Das verstehe ich natürlich. Was ich nur nicht so ganz verstehe, ist, woher kommt diese Verteilung von diesen Genen irgendwo hin? Das ist mir ein bisschen suspekt. Also ich meine, klar, da wurde dann gesagt, ja, da ist mal einer abgehauen und haben wir irgendwie lief das schon, ja. Aber das ist mir so beliebig, wenn du verstehst, was ich meine, ja. Entweder haben die terrigen Nebel jetzt einen großen Einfluss auf die Bevölkerung oder sie haben ihn nicht. Wenn es nur so 200 Leute auf dem ganzen Globus sind, warum haben die so ein Aufheben darum gemacht? Das hat sich mir nicht entschlossen.
Naja, das liegt hauptsächlich drum, dass die nicht die Filmrechte, dass Disney nicht die Filmrechte für die X-Men hat und deswegen mussten sie was anderes haben. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Traurigerweise ist mir das auch sehr bewusst und man kann sich davor auch nicht erretten, wenn man es liest. Mit einer der Gründe von meiner Unzufriedenheit in den letzten Jahren, ja. Also es wurde ja immer viel gerätselt, welchen Einfluss wird es denn endgültig haben, dass Disney Marvel gekauft hat. Die Sachen, über die sich alle Sorgen gemacht haben, Spider-Man, Donald Duck, Crossover, das sowas ist nicht gekommen. Die Änderungen sind schleichender, subtiler und in meinen Augen viel, viel schlimmer. Also ich hätte jetzt mit dem Spidey-Donald-Duck-Crossover besser leben können als mit der Entwicklung der letzten Jahre. Nichtsdestotrotz, Hickman hat eine Freikarte gehabt, zu schreiben, was er will. Weil wohl klar war, es kommt dann irgendwann das dicke Event und dann wird sowieso alles anders. Wie auch immer. Man hat es gemerkt an Figuren wie Tony Stark, der dann auch seinen Superior Iron Man bekommen hat. Das in meinen Augen nicht sehr gelungene Access-Event hat ja manche Figuren umgedreht zurückgelassen, darunter auch Tony Stark. Ja, fängt dann wieder an zu trinken und geht relativ rücksichtslos mit seinen technologischen Neuerungen um, lauter so Sachen. Ja, ist ja alles von der Idee her ganz nett, aber auch das war mir zu kurz und zu beliebig und zu einfach. Ironischerweise war Deadpool die Figur, die durch Access am interessantesten beeinflusst worden ist. Wer hätte das gedacht? Also der Klassenclown hat die beste Story gekriegt, ja. Da kann man auch nur einen Kopf schütteln. Hätte ich nie erwartet. Aber tatsächlich war dieses Sandpool-Special, das es da dazugegeben hat, mit dem Anfang und dem Ende in der Access-Serie, das ist der einzige Grund, warum ich die Heft noch habe. Das hätte ich wahrscheinlich direkt wieder abgestoßen. Ich fand den Aufbau auch in Uncanny Avengers eigentlich sehr schön. Also die Idee war natürlich abgefahren, aber die war so abgefahren, dass es schon wieder okay war, dass der Red Skull das Hirn von Charles Xavier klaut und so, ja. Ja, genau, also das ist ja mal ganz durch den Wind. Aber wie gesagt, so verrückt, dass ich es schon wieder gut finde, ja. Ist aber eine Gratwanderung. Ich verstehe jeden, der sagt, okay, also nee, ja, das eben ist vorbei. Mache ich niemanden Vorwurf draus und ich verstehe es absolut, aber mir hat Spaß gemacht. Allerdings, das, was in Access dann draus geworden ist, da habe ich dann auch gedacht, nee, okay, also ich habe ja mitgelacht, ja. Ich wollte ja auch jetzt nicht irgendwie die Sache schlecht machen, aber eben ist auch bei mir rum. Ja, bei allem guten Willen, Access, nee, das geht gar nicht. Aber die Rächerei, die hat mir schon Spaß gemacht. Diese einzelnen Kapitel, die waren oft sehr intensiv. Auch Avengers World hat mir Laune gemacht, habe ich gern gelesen. Die Entwicklung auch um die neuen Mitglieder. Da wurde ja auch viel Aufhebens drum gemacht, sind so viele Rächer und so. Aber ich fand die Erklärung ganz gut. Ich habe mir leider nie die Mühe gemacht, die ganzen fremden Schriftzeichen zu übersetzen. Das hätte ich vielleicht mal machen sollen. Also diese Dupe-Sprache, in der da alle reden. Ich habe sogar zu Hause irgendwo einen Übersetzungszettel liegen, habe es dann aber doch nicht gemacht, ja. Aber so Sachen, die er am Anfang gebracht hat, wie die Sache mit dem, das System ist kaputt und so, ja. Das hat sich bis zum Ende durchgezogen. Alle haben gedacht, mit Infinity wäre das vom Tisch. War aber nicht so. Aber es war Teil vom Plan. Ja, also das kaputte System, das ist nicht so einfach. Das war nur eine Ablenkung, die im Nachhinein sehr gut funktioniert hat. Es hat ein bisschen langen Atem erfordert, dran zu bleiben. Wer zwischendurch ausgestiegen ist, der ist berechtigterweise sehr unzufrieden mit dem Ergebnis, weil die einzelnen Stories, ich weiß nicht, ob ich mir ein Heft davon aufheben würde, weil dafür ist es dann zu sehr aus dem Kontext gerissen und zu wenig eine richtige Rächergeschichte. Also meistens erleben ja nur sehr wenige Mitglieder irgendwas und es ist halt nicht so, wie man es gewohnt ist. Das Team hat eine Gefahr, der sich stellen muss. Jemand übernimmt die Führerrolle. Die Fähigkeiten werden geschickt eingesetzt, bla bla bla, wie das halt so ist, ja. Nee, da sind drei Leute, die erleben irgendein Abenteuer und im nächsten Heft wird das auch nicht mehr fortgesetzt. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, ja. Hat vielleicht geholfen, dass ich gerade Akte X zwischendurch geguckt habe, weil das so ähnlich ist, ja. Da läuft auch irgendwo im Hintergrund eine Handlung, die nicht so ganz durchschaubar ist. Zum Glück ist Hickman nicht so abgeglitten wie die Autoren von Akte X, die am Schluss selber nicht mehr gewusst haben, wie viele verschiedene Arten Aliens es eigentlich gibt.
Und jetzt das Abschlussheft, in dem auch der gealtete Steve Rogers und Tony Rogers und Steve Tony Stark nochmal aufeinander getroffen sind, hat mir sehr gut gefallen. Also die Enthüllung, die es da gegeben hat, sowohl im Konflikt zwischen den beiden Personen, der in gewisser Weise schon seit Civil War am Laufen ist, als auch um den Strippenzieher bei dem Ganzen. Also wer hat das alles in Gang gesetzt oder wer arbeitet denn da im Hintergrund die ganze Zeit? Das ist nie wirklich aufgeklärt worden. Und es ist ein schöner Kunstgriff, den er verwendet hat, um es aufzuklären. Ich kann leider nichts darüber sagen, ohne es zu spoilern. Aber ich empfehle den Leuten, die noch in dem Run drin sind und vielleicht mit sich kämpfen, ob sie weiterlesen sollen oder nicht, bleibt dran. Lest bis zum Ende, lest auch Secret Wars, weil sonst macht's keinen Sinn. Also ich denke mal, es wäre schade drum. Also man hat jetzt schon die Zeit investiert, die Hefte vorher zu lesen. Das wäre, als hätte man ein Buch bis zur Hälfte gelesen und würde aufhören. Weil vielleicht, wenn man den Schluss gelesen hat, macht es einem dann doch mehr Spaß. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Man fängt an zu lesen, es fängt cool an. Der Mittelteil wird ein bisschen lau und man hat eigentlich schon gar keine Lust mehr. Aber das hat man vergessen, wenn man am Schluss ankommt. Weil das dann doch so gut funktioniert. Und ich hoffe, dass das bei den Rächern und jetzt mit Secret Wars genauso ausgeht. Ob das so ist, wir dürfen gespannt sein. Ja, mich schrecken halt immer diese Groß-Events halt immer sehr, sehr stark ab. Und ich bin auch ein Fan von der kompletten Veröffentlichungsweise und die Sammelbände, die erscheinen bei Panini, meistens ja auch erst ein Jahr oder so später. Also es kommen immer Einzelhefte, was weiß ich, Secret Wars 1, 2, 3 irgendwie raus. Und es macht ja auch Sinn, wenn ich alles lesen will. Bloß, wie gesagt, ich möchte nicht 40 Titans lesen, wenn es irgendwie geht. Und deswegen bin ich da, außer in den Heftserien, die ich lese, sehr, sehr weit von dem aktuellen Stand entfernt. Secret Wars finde ich vom Gedanken her recht interessant. Da werde ich das, wie gesagt, sobald da was Gesammeltes vorliegt, werde ich da wahrscheinlich zugreifen, werde aber wahrscheinlich faulerweise auf die deutsche Ausgabe warten. Weil gerade da möchte ich eigentlich nichts so überlesen halt. Ne? Also es gibt so, die meisten Sachen kann ich theoretisch auch in Englisch lesen oder lese ich auch oft in Englisch. Viel von Image und so, aber gewisse Sachen wie Groß-Events, mordreiche Groß-Events, je nachdem wer es schreibt, oder halt zum Beispiel Alan Moore, Gaiman, das habe ich halt schon gern übersetzt und komplett vorliegen, weil das da geht es teilweise um winzig kleine Details und ich möchte nicht nur weil Alan Moore eine Vokabel benutzt hat, die in Europa zuletzt 1910 gebräuchlich war, dann was verpassen oder so, ne? Und schauen wir halt mal. Ne? So sehr ich den Hickman jetzt auch mag, auch seine anderen Serien wie East of West gerne lese, muss ich doch sagen, dass ich bezweifle, dass das eine derartige Komplexität oder einen so hohen Anspruch erreicht, wie du das jetzt gerade angedeutet hast. Ich weiß es ja nicht. Nee, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube eher nicht. Ja. Trotzdem freue ich mich drauf. Und man muss halt auch immer überlegen, in was für einem Rahmen das rauskommt. Durch die Fusion mit Disney verfolgt Marvel natürlich eindeutig stärkere Marketingpläne oder andere Marketingpläne, als das früher der Fall gewesen ist. Und dieses Hangeln von Event zu Event ist halt sehr stark ausgeprägt. Und auch wenn der Hickman viel machen durfte, was andere nicht machen durften, hatte das seine Gründe. Da bin ich mir sehr sicher. Also die haben den auch nicht blind arbeiten lassen. Die haben schon gesagt, pass mal auf. Das kannst du machen, das kannst du nicht machen und da wollen wir hin. Ja. Und da hat er gesagt, hätte ich eine super Idee für, das könnten wir so und so regeln, das fanden die auch gut und dann los geht's. Denn Alan Moore wird so nicht arbeiten. Der wird sagen, lass mich machen, was du willst, dann halt ich raus. Genau, nerv ich nicht. Ich will hier Comics machen, ja. Ja, aber trotzdem, also wie gesagt, Secret Wars freue ich mich schon drauf. Auch wenn es für mich wahrscheinlich bedeutet, dass ich mit den regelmäßig erscheinenden Marvel-Sachen aufhöre. Den Entschluss habe ich schon sehr, sehr fest gefasst. Ich brauche auch mehr Zeit für andere Sachen. Also jetzt gerade das vorhin angesprochene Lonesloan von Trollet, aber vor allen Dingen, manche mögen vielleicht von unseren Hörern, der mag der Name Corto Maltese was sagen. Zumindest mal die Südsee-Ballade, die hatte ich auch schon vorher gelesen.
Aber Schreiber und Leser hat sich entschieden, das nochmal komplett neu aufzulegen. Bei denen erscheint es sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiß, jeweils in Hardcover-Bänden. Die Schwarz-Weiß-Auflage ist sehr klein. Wer da welche haben will, der muss wahrscheinlich vorbestellen. Die Farbauflage ist aber frei verfügbar. Das heißt wahrscheinlich eine Auflage von 1000 und die haben 500 Käufer oder so. Sehr schade, weil das Material ist fantastisch. Also wenn ich einen Marvel-Comic lese, fühle ich mich angenehm unterhalten. Das macht alles Spaß, ist schön bunt. Ich fühle mich in meine Kindheit zurückversetzt. Ich habe auch Interesse daran. Wenn ich einen Corto Maltese-Comic lese, dann bin ich da auf dem Schiff oder da in dem Dschungel oder in einer Traumwelt oder wo ganz anders. Also das ist eine andere Erfahrung. Das schafft bei mir auch nicht jeder Comic. Das schaffen bei mir die wenigsten Comics. Das schaffen bei mir die wenigsten Sachen überhaupt. Mich dermaßen aus der Realität rauszureißen, dass ich vergesse, wo ich bin, was ich mache. Ja. Der Hugo Pratt, was er da gemacht hat mit dem Corto, das ist für mich eins der großen Kunstwerke der Menschheitsgeschichte. Also das klingt jetzt wirklich krass, ja. Aber wenn ich die Wirkung auf mich bedenke, kann ich es nicht anders sagen. Wenige Sachen, die als Kunstwerk geschätzt werden, haben mich so beeindruckt, wie die gerade mal 3 Bände, die ich bisher von Corto Maltese gelesen habe. Ich weiß auch nicht genau, wie er das hinkriegt. Also wenn ich mir eine Seite rauspicke, gucke mir die separat an und lese die Texte dazu, dann scheint das nichts Besonderes zu sein. Wenn ich mich hinlese und lese den Band konzentriert, bin ich weg. Es haut mich einfach von den Socken, ja. Und ich finde dann erst nach der Lektüre ganz langsam wieder ins Hier und Jetzt zurück. Sehr, das hat schon fast eine unheimliche Wirkung auf mich. Wenn man die Vorworte liest, die von diversen Schriftstellern, anderen Comic-Künstlern, vielen Leuten, von denen ich die Namen noch nie gehört habe, geschrieben sind. Im ersten Band war es Umberto Eco, den ich natürlich kenne, in den anderen Bänden dann eher Leute, mit denen ich nicht so viel anfangen kann. Dann merkt man, dass das eine ähnliche Wirkung auch auf die hat. Und dass die sowohl den Corto als auch den Hugo Pratt als eine sehr spezielle Figur ansehen. Einen sehr speziellen Menschen. Und im Falle von dem Corto sogar mehr als eine Person. Der hat eine mystische Ausstrahlung, die ihm schon fast was Übernatürliches gibt. Obwohl in diesen Geschichten sehr selten tatsächlich was Übernatürliches vorkommt. Sie schrecken aber nicht davor zurück. Also scheint eine naturalistische Herangehensweise ans Geschichtenerzählen zu sein. Und trotzdem schleicht sich dieses übernatürliche Element rein, das man nicht so richtig fassen kann. Also man kann nicht sagen, da zaubert einer oder da schweben Sachen durch die Gegend oder die haben dauernd irgendwelche Drogenvisionen oder so. Nee, es ist nicht festzumachen. Manchmal schon, aber die offensichtlichen Sachen haben nicht diese Wirkung. Die sind meistens eher handlungstragend. Auch die Art der visuellen Gestaltung, es wirkt unordentlich und unfokussiert, wenn man drüber guckt. Aber wenn man es liest, überhaupt gar nicht. Eine Möwe besteht aus 3-4 geografischen Körpern. Also wenn man da so platt drauf guckt, dann denkt man, das ist doch keine Möwe. Ja? Und die Möwe nebendran sieht ganz anders aus. Wo ist denn da die Kontinuität? Ja? Und dann liest man die Seite und dann hört man die. Verstehst du, was ich meine? Also es ist ganz komisch. Es ist ganz, ganz komisch. Diese Schwärmerei wird manchen Leuten vielleicht sauer aufstoßen, die sagen, das ist jetzt aber ein bisschen arg übertrieben, aber ich gebe tatsächlich wahrheitsgemäß die Wirkung auf mich selber wieder. Und dann fällt es natürlich leicht nachzuvollziehen, warum gerade in der Phase der Unzufriedenheit mit dem, was ich bei Marvel lese, ich dann lieber sage, wenn es noch mehr sowas gibt, will ich auch mehr davon lesen. Ich höre nicht auf mit Marvel und ich begeistere mich für die alten Sachen, genau wie früher. Aber wenn ich jetzt schon aufhöre mit Spider-Man, mit X-Men, mit Avengers, mit Fantastic Four, mit was weiß ich nicht alles, dann wäre es nicht die dümmste Idee, die Zeit in sowas zu investieren. Das ist keine Empfehlung an alle Leute, mit ihren Superhelden aufzuhören, aber es ist definitiv eine Empfehlung an jeden, mal in Corto Maltese reinzugucken und sich dem hinzugeben, sich auf diese Reise einzulassen. Ich komme mir selber ein bisschen komisch vor, wenn ich das so erzähle. Das klingt alles sehr abgehoben, ja, aber
Nee, ich kann es vollkommen nachvollziehen. Ich habe die Südsee-Ballade, habe ich auch. Die ist damals, glaube ich, als FAZ-Band erschienen, als die FAZ so, glaube ich, 10, 12 Comic-Bände rausgebracht hat. Und da habe ich den auch für kleines Geld geholt. Aber ist natürlich was, was definitiv fürs Albumformat auch mal konzipiert wurde. Und wenn das jetzt wieder in so einer schönen, kaufbaren Version vorliegt, weil man muss sagen, die alten Exemplare, die waren auch teilweise einfach sehr teuer, weil die natürlich begehrt waren und es einfach nicht so viel gab. Wenn die jetzt wieder vorliegen von Schreiber und Leser, werde ich da definitiv mal über die Südsee-Ballade hinausgehen. Also das finde ich auch richtig gut, dass solche Klassiker wieder rauskommen. Denn ein guter Comic ist ein guter Comic, ob der jetzt letzten Monat rausgekommen ist oder vor 60 Jahren. Ne? Das ist mir geht mir zum Beispiel bei Prinz Eisenherz geht mir das genauso. Das ist einfach großes Kino, was da zeichnerisch abgeliefert wurde. Und das in den 30ern. das ist der Hammer. Und das wird einfach dadurch nicht schlechter. Ja, das ist definitiv so. Also gerade auch im Vergleich zu der FAZ-Ausgabe in dem großen Format wirkt das halt auch alles ganz anders. Es fällt einem leichter, sich da drin zu verlieren, weil das komplette Blickfeld mit dem Comic ausgefüllt wird. Ist koloriert? Kannst du aussuchen. Also es gibt eine kleine unkolorierte Auflage, das ist dann nur schwarz-weiß. Auch ohne Graustufen, wirklich nur schwarz-weiß. Oder halt die kolorierte Version. Ich hole mir die kolorierte Version. Obwohl ich im Laden immer wieder gesagt bekomme, eigentlich müsste man sich ja beide holen. Ja. Also ich dann aber dann doch nicht so über mich bringe. Eine Daseinsberechtigung haben beide. Also teilweise sind Sachen davon auch ursprünglich ohne Farbe erschienen und erst später koloriert worden. Es fällt mir aber, bin ich auch ganz ehrlich, manchmal sehr schwer, die Zeichnung in Schwarz-Weiß zu dechiffrieren, weil er arbeitet gerne mit dick aufgetragener Tusche. Und da kann schon mal eine Figur nur aus Tuscheflecken zusammengesetzt sein. Und wenn man dann ein bisschen Farbe drumherum hat, dann erkennt man sehr schnell, was da los ist. Aber wenn man ein ganzes Panel hat, das mit lauter Tuscheflecken gefüllt ist, mit wenig Platz dazwischen, kann es schwierig sein zu erkennen, ob da Fische oder Menschen oder sonst irgendwas dargestellt werden. Dass es dennoch funktioniert, wenn man es mal gesehen hat, ist dann umso erstaunlicher. Ja, weil dann denkt man, wow, da muss man erstmal drauf kommen, ja, so was darstellen zu wollen oder zu können. Ich denke, das ist auch eine Frage, wie man selber von den Lesegewohnheiten und auch Vorlieben des Einzelnen. Das ist ja bei Hellboy auch die Diskussion gewesen. Mit Crosscult hat ja die ersten Bände in der ersten Auflage in Schwarz-Weiß rausgebracht. Das hat natürlich den Faktor, dass es günstiger war, aber die haben halt auch gesagt, weil die Zeichnungen von Mignola daraus kommen. Andere wiederum sagen, dass da die Zeichnungen von Mignola komplett drauf ausgelegt sind. Also ich habe die ersten Ausgaben in Schwarz-Weiß gelesen und mir hat nichts gefehlt. Aber es gibt halt Leute, die generell sagen, ich möchte überhaupt nichts in Schwarz-Weiß lesen. Also das ist natürlich schade, weil man sich da teilweise wirklich Perlen entgehen lässt. Ne? Also man sollte wirklich versuchen, im Manga funktioniert es ja auch. Da basiert eine ganze Industrie drauf, dass keine Farbe großartig in so ein Ding reinkommt. Und es wäre immer schön, wenn die Leute sich mehr auf sowas einlassen würden. Also gerade bei Hellboy kann ich auch dazu sagen, dass der erste Band herausgekommen ist, wo der Mignola noch mit John Byrne zusammengearbeitet hat, wesentlich besser funktioniert in Schwarz-Weiß als spätere Bände, weil Mignola hat angefangen, seinen Stil immer mehr zu reduzieren. Der Grund, warum er das gemacht hat, warum er sich getraut hat, seine Zeichnung vom Detailgrad immer weiter zurückzunehmen, war Dave Stewart, sein Kolorist. Und wenn der Kolorist ein ausschlaggebender Faktor für eine Stiländerung des Zeichners ist und man bringt es dann in Schwarz-Weiß, dann hat man was nicht verstanden. So sehe ich das jedenfalls, ja. Ja, mittlerweile ist die Frage ja eh obsolet, weil die Reprints davon natürlich alle in Farbe kommen. Also das, weil man einfach gesagt hat, es hat sich jetzt durchgesetzt und Buab macht das ja auch komplett und auch die großen backsteingroßen Exemplare aus diesem Bereich sind ja auch alle in Farbe. Hast du von den Backsteinen schon was gelesen von Crosscult? Ja, einen und den bin ich natürlich nicht drum rumgekommen. Also die ganzen Burb-Sachen, die hole ich mir natürlich alle auf Englisch schon seit Jahren. Aber es gibt eine Serie, die hole ich mir auf Englisch und auf Deutsch und das ist The Goon.
Und The Goon ist leider bei CrossCard nicht so erfolgreich gelaufen. Sie wollten aber nicht aufhören und haben dann vor kurzem einen richtig fetten Wälzer, so einen schönen Backstein rausgebracht, in dem, glaube ich, 3 Sammelbände oder sogar 4 gemeinsam drin waren. Für The Goon mache ich eh immer gern Werbung, also lege ich das Ding natürlich jedem eh ans Herz, aber ich muss auch sagen, dass das in dem Format sehr gut funktioniert hat. Also ich habe erst gedacht, boah, ist zwar ein Hardcover, fasst sich auch gut an, aber das ist viel zu dick. Das macht bestimmt keinen Spaß, das so zu lesen. Nee, hatte ich Unrecht. Also ich wurde eines Besseren belehrt. Was natürlich auch daran liegt, dass Eric Powell nicht mit Double Splash Pages arbeitet. Ja, würde er das tun, hätte man dann eher ein Problem. Wobei die Verarbeitung von den Bänden es durchaus zulässt, dass man die ordentlich aufklappt. Da habe ich bei Panini öfters Probleme, dass ich von den Double Splash Pages nichts habe, weil ich halt nur 3/4 davon sehen kann. Und wenn dann der Knackpunkt des Bildes in der Mitte dargestellt wird, dann sehe ich den gar nicht. Ja, immer sehr, sehr ärgerlich. Ansonsten weiß ich, dass von dieser Baltimore rausgekommen ist, in dem wohl 4 Baltimore-Geschichten zusammen sind. Das habe ich erstmal nicht gerafft. Ich habe mir damals die erste Veröffentlichung geholt und dachte dann, toll, eine Neuauflage brauche ich nicht. Im Nachhinein habe ich jetzt erfahren, nee, da ist der erste nochmal drin und dann aber 3 neue. Jetzt kämpfe ich dann doch mit mir, ob ich mir den jetzt nicht doch mal zulegen soll. Ja, der liebe Markus hat diesen Band vor kurzem gelesen und ich habe die ganzen Backstein-Sachen mit Hellboy-Bezug habe ich mir geholt, weil das einfach ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Gerade die englischen Trades sind ja mittlerweile nicht mehr so erschwinglich und es sind wirklich immer 4 Geschichten. Gut, manchmal nur mit 4 Heften, aber es ist sehr unterschiedlich, manchmal mit 4, manchmal mit 6 Ausgaben drin enthalten. Und auch wenn 50 Euro sich erstmal viel anhört, du hast halt 4 Einzelbände eigentlich. Und das ist halt geil. Und bei Baltimore habe ich noch ein bisschen gezögert. Das kannte man ja vorher nur von dem Buch. Also es gibt Baltimore, der standhafte Zinssoldat und der Vampir. Genau. Gab es das Buch. Das war sehr stimmungsvoll. Auch so ein bisschen Lovecraft angehaucht. Aber halt die Grundgeschichte ist halt, dass der Baltimore im Ersten Weltkrieg als adliger Brite in Kampf zieht gegen die Deutschen. Und dann kommt es auf dem Schlachtfeld dazu, dass er eine Begegnung mit einem Vampir hat. Und dieser Vampir fängt dann an, weil er ihm ein Auge raubt. Ich weiß gar nicht, man macht das mit einem Bajonett, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der Vampir nachher nur noch ein Auge, ist ungehalten und mordet dann die Familie von Lord Baltimore. Und daraufhin nimmt er jetzt natürlich wieder Rache und folgt Baltimore durch Europa. Das ist im Prinzip die Geschichte von Baltimore und die haben sie da auch sehr stimmungsvoll umgesetzt in dem ganzen Ding. Die Sache ist die, dass nur die Cover wieder mal von Mignola sind und es sonst einen anderen Zeichner gibt, aber der hat es auch ganz gut hingekriegt. Mir wäre es natürlich bei dem ganzen Hellboy-Universum immer lieb, außer bei Buab vielleicht, da bin ich mittlerweile sogar davon abgekommen, das ist eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, das tut der guten Geschichte keinen Abgang. Und keine Abstrich. Und wer diese Horrorvision von Hellboy mag, aber einfach mit weniger Monstern, weniger Übernatürlichen auf einen Haufen, weil der Hellboy ist natürlich schon an für sich eine übernatürliche Kreatur, während Lord Baltimore einfach ja in dem Sinn Monsterjäger ist, aber wie er selber sagt, er tötet Monster, aber jagen tut er nur eins, und zwar das, was seine Alte umgebracht hat. Und ja, wie gesagt, rachevolle Geschichten kann ich immer sehr gut nachvollziehen. Das ist immer für mich ein sehr belebendes Motiv. Und ja, also den Band kann man sich auf jeden Fall zulegen. Also das, oder man sollte es sogar. Wer auf Hellboy in diese dunkle Horrorvision auch in Richtung Lovecraft steht, also kommt da eigentlich gar nicht drum rum. Und ja, diesmal haben sie auch offensichtlich einen anderen Korrekturleser, weil in dem Buch von Baltimore, was auch bei CrossCard, da waren einige doch recht offensichtliche Fehler drin vorhanden, leider. Da ist mir jetzt in dem Baltimore-Band nur eine Sache direkt ins Auge gefallen. Aber wie gesagt, das kann ich alles verzeihen, weil wie gesagt, super Band. Da fällt mir auch gerade noch der Frankenstein Underground ein.
der auch vor kurzem bei CrossCult rausgekommen ist. Allerdings nicht in dem üblichen kleinen Format, sondern eher in einem fast schon Albenformat. Demnächst, ich glaube, bei CrossCult ist es schon erschienen. Das hieß irgendwie House of the Living Dead oder irgend sowas. War eine Geschichte, wo der Hellboy in einem mexikanischen Laden gegen Monster wresteln muss, ja. Und da kam unter anderem auch das Frankenstein-Monster drin vor. Und der Mike Mignola ist aber hingegangen und hat eine Quasi-Fortsetzung dazu geschrieben, nämlich so nach dem Motto, warum war da überhaupt das Frankenstein-Monster und was hat es gemacht, nachdem der Hellboy wieder weg war? Der Band klang eher beliebig. Also ich habe kein großes Interesse daran entwickelt, bis ich eine Kritik dazu gelesen habe im Internet, wo gesagt wurde, dass es ein wesentlich zu dieser ganzen, zu dem Hellboy-Universum beiträgt. Das hat mich dann doch neugierig gemacht. Und ich dachte dann, naja, komm, egal, hast gerade eh nichts anderes zu lesen, nimmst du halt mal mit. Ich kann sagen, es war kein Fehler gewesen. Also viele Elemente aus den Hellboy- und BPRD-Geschichten werden hier wieder aufgenommen. Das Feuer von Friel kommt mal wieder vor, der Hollow Earth kommt mal wieder vor, diverse Geheimbünde, die vorgestellt wurden, tauchen auf. Und die Geschichte von dem Frankenstein-Monster selber wird auch auf eine, naja, berührende Weise ist ein bisschen übertrieben, aber auf eine mitreißende Weise erzählt. Und ich habe viel, viel mehr Spaß an diesem Band gehabt, als ich auch nur annähernd erwartet habe. Und ich bin froh, dass wir da drauf gekommen sind, weil ich den durchaus empfehlen möchte, weil ich glaube, es geht vielen Leuten wie mir. Die sehen zwar, dass es den auch gibt, aber sagen, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also kaufe hier schon genug. Aber der lohnt sich. Also der lohnt sich wirklich. Ich bezweifle auch, dass ein Fan von diesem Hellboy-Universum den Kauf bereut. Das kann ich mir ehrlich gesagt sogar gar nicht vorstellen, ja. Bei der Gelegenheit möchte ich auch nochmal auf die BPRD-Reihe eingehen, die ich halt auf Englisch verfolge. Ich bin sehr angetan davon, dass das als Ongoing so gut funktioniert. Das ist der Orient Express, der hier gerade vorbeirollt. Hätte ich nicht gedacht, es waren ja früher immer einzelne Miniserien, die dann gesammelt worden sind. Dann haben sie irgendwann gesagt, irgendwie ist das affig, weil wir bringen ja doch jeden Monat ein Heft raus. Also nennen wir das Ganze jetzt BPRD, Hell on Earth und machen Ongoing draus. So viel geändert hat sich nicht. Eigentlich sind es immer noch lauter Miniserien, die halt nur in der Ongoing laufen. Aber es ist angenehm zu wissen, dass da jeden Monat ein neues Heft rauskommt. Und ich hole mir auch jeden Sammelband, der dann rauskommt und verfolge die Geschichte mit großem Interesse. Jede anfängliche Skepsis, kann das ohne Hellboy funktionieren, ist schon seit Jahren verraucht. Ja. Was ich allerdings absolut keine Ahnung habe, ist, wo das mal hinführen soll. Weil es ist schon mutig zu sagen, okay, also hier haben wir jetzt die Apokalypse und weiter geht's. Ja, also das erinnert mich so ein bisschen an das Walking Dead Prinzip, wo der Kirkman gesagt hat, so jetzt sind die Zombies da und jetzt erzählen wir die Geschichte und die hört nie auf. Ich hoffe bei BPRD, dass die doch irgendwann aufhört. Also das ist immer so ein bisschen Wehmut dabei, weil man will ja nicht, dass was Gutes endet und man will es ja gerne immer weiterlesen. Ich will aber nicht, dass da sowas wie Marvel DC oder sowas draus wird. Denn ich mag die Figuren so gern, dass ich denen ein Ende wünsche, ein schlüssiges Ende. Also das ist schwer zu sagen, so ähnlich wie es bei Hellboy auch gewesen ist. Ich meine, er ist irgendwann gestorben, er ist jetzt in der Hölle und es ist klar, dass das in gewisser Weise das letzte Kapitel ist. Ich hoffe auch sehr stark, dass beides nochmal zusammengeführt wird. Also ich hab so das Gefühl, dass es einen Grund gibt, warum es so lange dauert, bis die Fortsetzung von dieser Hellboy in Hell Story kommt. Auch, muss ich sagen, verursacht durch meine Lektüre von diesem Frankenstein Underground. Der Mike Mignola ist sehr gut darin, überall kleine Brocken auszustreuen, die in ein gewisses Gesamtbild passen, das man aber nicht kennt. Aber manchmal findet man zwei Teile, die zusammengehören und denkt, oh, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ja. Ja, ich bin hin und her gerissen, ja. BPRD, super Serie, tolle Zeichner dran beteiligt. Auch die Ape Sapiens Story gefällt mir sehr gut. Die Hellboy Serie selbst ist sehr gut. Aber ich hoffe, dass es innerhalb der nächsten Jahre zu einem befriedigenden Abschluss gebracht wird.
Hast du da auch eine Meinung dazu? Ja, wie gesagt, ich habe die Backsteinbände dazu auch gelesen und am Anfang dachte ich, na, wird das jetzt sowas Marvel DC-mäßiges Groß-Event, aber es zieht sich ja jetzt schon, bei Marvel wird es dann in ein paar Monaten abgefeiert und 300 Ausgaben in einem Monat und so kann ich das aber auch gut lesen in der Form, wie es aus. Es, hätten sie das nicht gemacht, wäre es irgendwann wahrscheinlich zu so einem Monster of the Week-Ding geworden, wo ein oder andere Mitarbeiter der Boab einfach gegen neues Monster, was wir in irgendeinem Mythologiebuch gefunden haben, kämpft. Und eigentlich, je nachdem wie das ausgeht, finde ich das, wie sie das gemacht haben, ganz gut. Ob sie natürlich Hellboy und die Boab ganz aufgeben, weil das, ich meine, Dark Horse hat keinen Star Wars mehr, ne? Irgendeine Cash-Cow müssen sie noch haben. Ne? Das glaube ich eher nicht. Also ich weiß nicht, ob sie die Figur so aufgeben. Speziell sollte da filmmäßig wieder was gehen, da auch da muss drauf eingegangen. Also ich vom künstlerischen Aspekt gebe ich dir recht. Es wäre schön, wenn es zu sowas käme, wie zum Beispiel bei einem Why the Last Man. Fables, habe ich gehört, ist jetzt auch abgeschlossen. Das habe ich noch nicht gelesen, weil ich die Deluxe-Bände habe. Aber das gefällt mir eigentlich auch immer ganz gut, wenn ein Künstler das Ding nimmt, es vernünftig beendet und dann vielleicht irgendwas ganz anderes macht. Was zum Beispiel bei The Walking Dead halt nicht funktioniert hat. Na, es wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, aufzuhören, zwischenzeitlich. Also da hätten sie durchaus ein sinniges Ende setzen können. Aber natürlich ist es wahrscheinlich die bestlaufende Serie bei Image, durch die Serie auch. Und dazu kommt natürlich die Tatsache, dass Kirkman, durch das, wie er die Serie angekündigt hat, sie gar nicht beenden kann. Weil er hat gesagt, sie wird nie enden. Also er hat sich ja selber ein Bein gestellt in der Beziehung. Selbst wenn er irgendwann mal keinen Bock mehr drauf hat, in dem Moment, wo er einen Schluss macht, sagen alle, ja, 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 von wegen, es endet nie. Ja, also wie gesagt, Warhan hat es zum Beispiel viel besser im Griff. Da wirklich Warhan, wie spricht man es aus? Was meinst du denn? Ja, zum Beispiel Why the Last Man. Ach, der Warn. Ja, Warn, meinetwegen Warn. Der hat das deutlich besser da im Griff halt und ja, ein bisschen schade drum, obwohl, wie gesagt, wenn die Kundschaft das nicht wollen würde, würde das so auch nicht laufen. Also natürlich habe ich auch gelesen, wie es bei The Walking Dead weitergeht, auch obwohl ich einen schönen Schlusspunkt gesehen hatte und es kommt ja immer wieder die Kritik, ja, so ähnlich wie es jetzt im aktuellen The Walking hatten wir es schon mal bei dem Governor und so weiter und so fort. Aber trotzdem liest man es doch weiter, ja. Ich lese es auch weiter, ja. Wobei, ich habe den Kirkman halt beim Wort genommen und habe nie damit gerechnet, dass es irgendwann ein Ende gibt. Also, ich verstehe die Beschwerden der Leute, ja. Auf der anderen Seite, er hat gesagt, er hört nicht auf und er macht immer weiter, komme was wolle. Und ja, es stimmt, da ähneln sich viele Situationen, aber wenn ich jetzt mal ganz ehrlich zu mir selber bin, ich erlebe jedes Jahr wieder Sachen, die genauso sind wie im Jahr vorher, wo ich echt gut drauf hätte verzichten können. Eine gewisse Lebensnähe ist da gegeben. Also Sepps Leben ist eine Ongoing-Serie, in der sich einiges wiederholt. Und auch so ein bisschen Peter Parker-mäßig immer, es müssen immer irgendwelche Katastrophen passieren. Deswegen habe ich Spider-Man früher so gern gelesen. Ja, an Mary Jane kann er sich auch nicht mehr erinnern. Ach, es ist alles. Eigentlich war er verheiratet. Aber leider, one more Sepp hat das alles aufgelöst. Ja. Ich habe noch ein physisches Comic dabei, was der Sepp ebenfalls nicht gelesen hat. Und zwar... Ich weiß nicht, ob ich jetzt Lust drauf habe, dir nochmal bei einem Comic zuzuhören. Ja, die Realität ist manchmal hart. Ne? Das lernt die Feli auch gelegentlich. Ja, die Expedition ist ein weiterer Comic aus der neuen Albensparte von Panini, geschrieben von Marazzano, der schon öfters im franco-belgischen Bereich so, also im Bereich des europäischen Comics, sage ich jetzt einfach mal, unterwegs war. Und ich bin jetzt eigentlich drauf gekommen, weil Frusen das gezeichnet hat. Frusen macht ja, hat ja diverse US-Serien auch im Petto gehabt und mir ist er besonders bei Loveless zum ersten Mal aufgefallen.
Mich erinnert das so beim groben Drüberblättern auch sehr an Carrie Nord, der die ersten Conan-Bände mit Busek zusammen gemacht hat. Gerade das Cover. Die Art, wie die Farbe eingesetzt wird und wie die Figuren aussehen. Also ist mir spontan in den Sinn gekommen, als ich das gesehen habe. Ja, ist ähnlich. Gerade so Augenpartien und so, was das betrifft, ne? Also wir haben hier einen Legionär, der Hauptprotagonist ist, und dieser Blick, den der gelegentlich so hat, das ist exakt der gleiche Blick, den der männliche Protagonist in Loveless zu Anfang der Serie immer sehr, sehr stark hat. Also wenn er starrende, dunkel unterlegte Augen hatten wir des Öfteren schon da. Und scheint auch ein Eastwood-Fan zu sein. Ja, Eastwood ist immer dabei, aber er hat halt viele starke, ein bisschen einseitige Männerfiguren natürlich. Also die Grundgeschichte ist, wir befinden uns in Ägypten, und was frisch von den Römern besetzt ist. Und ja, man versucht sich so mit den Ägyptern zu arrangieren. Man ist nicht zu bösartig zu ihnen, weil sie auch ein bisschen dazu neigen zu randalieren. Und plötzlich stellt sich heraus, oder es gibt Informationen, tiefer im Süden in Afrika ist ein legendärer Schatz zu bergen. Und der örtliche römische Oberguru quasi, ich weiß jetzt nicht die militärische Bezeichnung, beschließt, eine Expedition loszuschicken. Also der Gouverneur wahrscheinlich dann von dieser Provinz beschließt, eine Expedition loszuschicken, dann nach Afrika, und beauftragt einen besonderen Legionär, den er damit, sich ein Team zusammenzustellen und dann tiefer nach Afrika vorzudringen. Und letztendlich ist das die Geschichte. Also wenn ihr an dem Konzept eine Gruppe von bunt zusammengemischten Legionären, also er holt sich dann natürlich noch einen Griechen dazu und andere Leute, die zu dem Zeitpunkt von den Römern besetzt sind, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, gerade im Kampfbereich, und dringt dann halt tiefer nach Afrika vor. Bislang ohne großartige mythologische Geschichten, sondern sehr, sehr, ja, realistisch. Ich meine, das ist ein Comic, aber sehr nah an Geschichtsdingen. Ja, also die Monster, die in Anführungszeichen, die da getroffen werden, das sind dann zum Beispiel Tiere, die man bis dahin noch nicht kannte, die in Afrika sind. Und es ist einfach, ja, eine unterhaltsame Abenteuergeschichte, die ich auch durchaus weiterempfehlen kann, wenn man solche geschichtlichen Comics mag. Ne? Wie zum Beispiel War Victis oder sowas, die hauen in eine ähnliche Kerbe vom historischen Bereich her. Und also ich hatte Spaß an dem Ding. Also jetzt bislang noch nichts sehr, sehr Tiefgründiges, aber sehr, sehr atmosphärisch. Und ja, so könnte es gewesen sein. Was mir beim Durchblättern spontan sehr, sehr gut gefallen hat, ist die Konfrontation von den römischen Legionären mit diversen über 1000 Jahre alten Tempelanlagen der Ägypter, weil es ist eine interessante Idee, diese Geschichte spielt fast 2000 Jahre in der Vergangenheit, und diese Legionäre treffen trotzdem auf Bauten, die nochmal 2000 Jahre älter sind. Das hat was Faszinierendes, ja. Das gibt einem auch ein Gefühl für die unheimlich alte Geschichte, die dort in Nordafrika vorgeherrscht hat, und die Zivilisationen, die da schon entstanden waren, auf die hier diese Römer nur noch in Trümmern treffen. Ja, also es ist wirklich sehr interessant. Und das Ganze dann natürlich noch in Kontrast bei dem Weg ins tiefere Afrika, wenn sie dann auch Völker treffen, die vollkommen unbelastet von jeder Art von Zivilisation sind. Also das ist schon sehr reizvoll, denn dem kann man sich schwer entziehen, muss ich sagen. Ja, man wird auf jeden Fall, also entweder wenn man sich für Ägypten interessiert oder vielleicht schon mal, ich war schon mal da, habe schon mal eine Nilkreuzfahrt gemacht, da nimmt er natürlich die typischen Punkte auch auf. Also das ist zum Beispiel in Karnak, gibt es Szenen, die er natürlich sehr wahrscheinlich sehr gut von der Postkarte übertragen kann. Oder auch der große Tempel wurde dich eben drauf bezogen. Das sind natürlich Abu Simbel, die Figuren, die in der Wüste stehen. Das sind die typischen Sachen, und so kann man auch ziemlich genau nachvollziehen. Hinten drauf ist noch eine Karte,
wie man sich das vorher vorgestellt hat, wie das möglicherweise ausgesehen hat. Das Afrika ist aus unserer Sicht natürlich sehr inkomplett, aber trotzdem kann man sich sehr, sehr gut vorstellen, wie die Jungs erstmal den Nil runtergezogen sind. Also das ist schon sehr, sehr nah dran, wie es dann auch in der Realität letztendlich ist. Ja, also schöne Sache, dass wir sowas jetzt auch in Deutschland letztendlich haben, jetzt durch Panini. Weiß man, wie viele Bände davon kommen sollen? Nee, ich glaube, die sind noch zu neu, als dass man da sagen kann, das ist ja einer von fünf oder sowas. Aber das wird definitiv was sein, was in sich irgendwann geschlossen ist. Also es ist jetzt schon abzusehen. Ja, also sieht sehr, sehr interessant aus. Spricht mich jetzt spontan, obwohl mich eigentlich das Lovecraft-Thema mehr interessiert, visuell eher an, weil ich mit dem Boris nicht so viel anfangen kann. Tja, würde ich schon mal lesen, ja. Ne? So, wir haben uns jetzt mal kurz ausgetauscht, was wir noch im Petto haben. Und ich habe noch ein mögliches gemeinsames Thema gefunden. Und zwar habe ich eine alte Jugendliebe von mir wieder reaktiviert. Und das sind die Masters of the Universe. Im Nerd, Nerd, Nerd Podcast wurde darauf hingewiesen, dass es jetzt ein Sammelband gibt mit den Mini-Comics, die früher in den Packungen beilagen. Also ihr müsst euch das vorstellen, also Masters of the Universe, den Jüngeren muss ich es vielleicht erklären, also es waren Actionfiguren für Jungs mit He-Man, also quasi Barbaren, die gegen den bösen Skeletor, also so ein Skelett und diverse Monster kämpfen und in Fahrzeugen, also Actionfiguren-Set. Aus heutiger Sicht ist es vielleicht ein bisschen infantil, aber damals war es der heiße Scheiß. Und also ich behaupte jetzt mal, 90% der Jungs, die in den 80ern groß geworden sind, haben sich zumindest mal gedanklich damit beschäftigt oder fanden das in irgendeiner Art und Weise interessant. Und bei den Actionfiguren lagen immer Minicomics dabei. Das waren wirklich so, sag ich mal, wie eine Erwachsenenhand ungefähr vom Format. Kleine Comics, meistens so 12, 14 Seiten und in unterschiedlichen Sprachen. Also man hat das Ganze dran rumgedreht und war es einmal in Deutsch und war einmal in Spanisch oder Englisch, was auch immer. Und Dark Horse hat sich jetzt die Rechte irgendwie an den Minicomics besorgt und hat da wirklich ein 500 Seitenband oder so, also auch wieder Backsteingröße, Minicomics gemacht und das Ganze gesammelt herausgebracht. Und zusätzlich sind noch drin Interviews mit den Machern, weil es sind teilweise recht bekannte Comic-Schaffende. Und es sind noch zusätzliche lustige Schmankerl, wie zum Beispiel She-Ra-Comics oder sowas. She-Ra war das Pendant dazu für Mädchen. Also für Mädchen, die Barbie doof fanden und die lieber eine kämpfende, sag ich mal, eine Art Red Sonja haben wollten. Ne? Weil Masters of the Universe war ursprünglich mal so ein bisschen als Conan-Rip-Off irgendwie gedacht. Hat sich natürlich dann zu was vollkommen anderes entwickelt im Laufe der Zeit. Aber sowas ist natürlich auch enthalten. Und diesen hübschen Band, also ne, von Dark Horse, lese ich jetzt fast täglich, weil ich lese mir täglich so einen Minicomic durch, weil du kannst nicht 200 Seiten von diesen Minicomics halten, weil die Geschichten sind, muss man jetzt auch mal dazu sagen, nicht immer so, dass man da, wenn man neutral rangehen würde, dass man so sagen würde, oh, wie kreativ ist das, sondern die Geschichten sollten natürlich dazu dienen, die Figuren so ein bisschen einzuführen und das Universum da so ein bisschen aufzubauen haben, teilweise basiert auf Sachen, die, als sie dann fertig waren, anders aussahen. Also manchmal sehen die Figuren auch aus wie der erste Konzeptvorschlag und so. Das hat mich damals schon immer so ein bisschen gewundert. So warum sieht denn der King Hiss so scheiße gezeichnet aus? Ja, weil das Konzept erst anders war. Ne? Und das begleitet mich schon jetzt eine Weile und ich habe halt Spaß dran, weil da natürlich liegt es viel dran mit diesen Retro-Charme, dass man die Sachen einfach wiedererkennt. Also wenn du dann irgendwas in den Händen hältst, was du zuletzt 1987 gelesen hast, das ist natürlich schon irgendwie geil halt. Ne? Und macht mir einen riesen Spaß. Was hat denn der Sepp für Erfahrung mit dem Masters? Ja, wie du schon richtig festgestellt hast, war das etwas, an dem man nicht vorbeigekommen ist. Ja, auch mein Bruder und ich und in unserem Freundeskreis sind etliche Masters-Figuren in der Gegend rumgeflogen. Ich kann mich auch noch lebhaft daran erinnern, dass wir einen riesen Spaß an den Sonderfiguren gehabt haben.
Egal, ob das welche waren, die einfach nur übelst gestunken haben, ja, und dann, also, genau, dann auch so einen lustigen Namen wie Stinko hatten. Wobei ich immer fand, dass Mossman noch viel schlimmer gerochen hat, weil das Material, aus dem der war, war eine Katastrophe. Ich will nicht wissen, wie krebserregend das wirklich gewesen ist, ja. Aber es war schon interessant. Es war eine interessante Zeit für Actionfiguren, weil Actionfigur hieß damals, du kannst die Beine grob bewegen und die Arme grob bewegen, kannst die Hüfte drehen und manchmal war sogar eine Feder drin. Und dann hast du die Hüfte gedreht, hast losgelassen und dann hat er einen anderen gehauen. Das war Action, ja. So Ellbogengelenke, Kniegelenke, geschweige denn Hand- und Fußgelenke, davon konnte man nur träumen, ja. Auch die Ausrüstung war immer recht einfach und deswegen war es so was Besonderes, wenn die Figur irgendwas konnte. Ja. Da gab es dann so Figuren wie Leech, der hat dann überall Saugnäpfe gehabt, den konnte man an die Scheibe hängen. Ja. Oder Mantenna, wo die Augen rausgekommen sind und lauter so ein Kram. Ja. Also man merkt schon, ich kenne sogar die Namen noch, fast schockierend, aber man hatte das halt. Ja. Wir hatten auch die Castle Grayskull zu Hause und wir hatten den Battle Cat und alles Mögliche, ja. Und ja, auch ich erinnere mich noch an die Mini-Comics, die immer dabei waren. Interessant war damals, obwohl die hatten Schwerter, die hatten Waffen, das waren böse Monster mit Reißzähnen. Aber die Konflikte wurden immer überraschend friedlich gelöst. Also meistens hat irgendeiner einen anderen hochgehoben und irgendwo runtergeworfen. Oder es ist sehr friedlich. Ja, nee, also die sind ja da nicht tot gewesen, weil man wusste ja schon vorher, die können unglaublich viel einstecken. Also wenn der am Schluss auf dem Boden gesessen hat, hat die Augen verdreht und sind Sternchen um den Kopf gekreist, dann war das Schlimmste, was dem passieren konnte, ja. Und es war okay. Ich würde sogar glatt behaupten, dass die meisten Kinder beim Spielen wesentlich brutalere Gedanken hatten, als in diesen Minicomics jemals enthalten waren. Ähnlich hat sich das ja auch mit der Serie, da war das ja genauso. Also He-Man, was meistens hat er mit Steinen geworfen. Ja, hebt einen großen Stein hoch und wirft ihn irgendwo hin, da kann da keiner mehr raus. Problem gelöst. He-Man, was machen wir die Woche? Steine werfen, juhu! Aber es hat halt tierisch Spaß gemacht, weil das waren so viele verschiedene Sachen, ja. Eine von meinen Lieblingsfiguren war natürlich Man-at-Arms, den fand ich vom Design her auch irgendwie cool. Und wie hieß der fliegen konnte? Stratos, der war natürlich der absolute Oberknaller, den fand ich auch vom Design richtig, richtig gut, ja. Schon von dir erwähnte King Hiss war eine interessante Figur. Der hat eine Hülle gehabt und wenn man aufgemacht hat, waren lauter Schlangen drin oder so, war das ganz abgefahren, ja. Und die mussten sich echt was einfallen lassen, um diese Figuren interessant zu machen. Es wurde im Laufe der Zeit ja auch immer extremer. Wie du sagst, am Anfang, da hatten die Figur halt ein Schwert und ein Schild wie He-Man. Also theoretisch kann er ja eigentlich, also wir wissen, er ist der Stärkste, aber eigentlich kann er ja nichts. Aber wie du schon sagst, dann kommen Figuren, wo du irgendwas abbauen kannst oder die irgendeine fancy Fähigkeit haben. Und dann wurden die alten Figuren auch teilweise noch, gab es dann in neuen Editionen, wie zum Beispiel den He-Man mit der Zauberrüstung. Da hast du den auf die Brust geschlagen, hat er einen Kratzer gehabt, hast zweimal draufgeschlagen, dann hat er zwei. Und dann hast du das quasi zurückgedreht. Und dann war die Zauberrüstung wieder sauber. Was für eine geile Scheiße war das? Sowas nennt man heute Battle Damage. Ja, das war schon abgefahren damals, weil das gab's halt sonst nirgends, ja. Ich kann mich noch erinnern, wie dann G.I. Joe irgendwann gekommen ist. Die hatten, da waren viel kleiner, konntest du viel mehr Gelenke bewegen, was eigentlich irgendwie eine coole Sache war. Aber die waren nicht so abgefahren wie die He-Man-Figuren. Die hatten nicht solche Gimmicks, ja. Das war wie, keine Ahnung, die amerikanische Spielzeugversion von den Yps-Heften. Du hast nie gewusst, was die nächste Figur Tolles kann, ja. Manche konnten, da kannst du Wasser reinfüllen und es gab so viel. Da gab es auch diesen einen Triclops, wo du den Kopf drehen konntest, genau, und so ein Roboter-Typ mit verlängerten Armen. Das hört sich heute so billig an, ja, ist ja nichts Tolles, aber das war unglaublich, ja. Man muss natürlich auch sagen, dass durch diese, wo du sagst, die Gelenke und sowas konnten nicht bewegt werden, da waren die auch relativ ja, haltbar, sage ich jetzt einfach mal. Also natürlich gab es immer mal, wenn man es übertrieben hat, wenn ich irgendwann am Bein ziehe oder das dreimal im Kreis drehe, dann bricht es ab.
gar keine Frage. Aber es ist nicht so wie jetzt bei manchen neueren Actionfiguren, dass die dafür konzipiert sind, einfach nur zum Hinstellen. Also ich sage mal, eine Ex-Freundin von mir, die hatte einen Neffen quasi, mit dem habe ich relativ viel gemacht. Und irgendwann hatte ich den mit im Comic-Shop und da fand er so eine Batman-Actionfigur natürlich geil. Also nicht hier so ein günstiger Animated-Dings, sondern wirklich, wie du halt sagst, mit mehreren Gelenken, die du bewegen kannst und fein moduliert. Natürlich habe ich das, um die geistige Entwicklung des Kindes auch zu fördern, natürlich gekauft. Ne? Wie könnte es anders sein? Aber die Figur hat natürlich nicht lange gehalten, weil das für so ein Kind, was 5, 6, 7 Jahre alt ist, natürlich viel zu grazil ist. Also das kannst du super in dein Regal stellen und kannst es staubfrei halten. Aber um Action damit zu produzieren, ich meine, die Fahrzeuge, die waren ja darauf ausgelegt, dass du karambolagemäßig mit, also es gibt Landshark zum Beispiel, das ist im Prinzip ein fahrender Hai, der nach den Figuren schnappt oder sowas. Oder dann Beschasaurus, ja, das ist ein Fahrzeug, wo einfach eine riesige Keule dabei ist und die kannst nach vorne und kannst auf die Figur draufkloppen. Macht das mal mit euren Figuren. Und es ist halt wirklich so, da hatte ich tierischen Spaß, ja, also das geht mir so ungefähr, wie wenn der Steffen, ne, wenn da jetzt eine neue Green Lantern Figur rauskommt mit irgend so ein Alien, was rosa ist und Tentakel hat und sowas, dann kauft er das und dann packt er das aus und dann freut er sich, wie schön das so aussieht und stellt es in ein Regal. Und so war das damals bei mir in den 80ern auch und dümmlicherweise muss ich jetzt erzählen, hat mich das dann doch motiviert, mal wieder auf Ebay zuzuschlagen. Und zwar habe ich mir ein Sammelpaket gekauft von jemandem, der sich von seinen alten Figuren verabschiedet hat, wie ich das, sage ich mal, Anfang der 2000er schon mal gemacht habe. Leider für ein Appel und ein Ei. Und jetzt sind Dinge halt scheiße teuer. Muss man ganz klar sagen. Also wenn du wirklich was haben willst, was komplett ist und so, den Anspruch hatte ich nicht. Aber ich habe gesehen, da gab es Castle Grayskull, ein paar Figuren, ein paar Fahrzeuge. Natürlich alles nicht mehr so wirklich komplett. Und ein Mechaneck habe ich jetzt zum Beispiel wieder. Und ich habe ja auch ein wenig Nachwuchs zu Hause und die sind eigentlich natürlich noch ein bisschen zu jung dafür, aber natürlich sehen die, es sind Figuren, mit denen kann man spielen und so Schlossarbeiter sind natürlich drauf abgegangen. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie das aussieht, wenn ich da hinterher bin, dass den Figuren nichts passiert halt. Ne? Und nicht, dass da irgendein Stück von Castle Grayskull abbricht, weil es gibt schon ein paar fragile Ecken an diesen, ne? Und das sind halt Sachen, wenn du die gebraucht kaufst, die sind halt immer kaputt. Ne? Da gab es zum Beispiel in Castle Grayskull, gibt es den Thron, den du umdrehen kannst und dann geht eine Falltür auf. Dieses Ding, wo die Falltür drauf steht, das ist in den meisten gebrauchten Sachen einfach abgebrochen, weil natürlich man spielt 20 Mal damit und man drückt vielleicht mit oben drauf oder man reitet zum Beispiel mit Nightstalker oben drauf, das ist so ein gepanzertes Pferd von Skeletor, ein Roboterpferd und dann macht es plötzlich krrk, um mal eine Geschichte aus den 80ern zu berichten und dann kann es passieren, dass diese Falltür halt nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Das ist so cool, was für Erinnerungen hier gerade hochkommen, während er die Geschichten erzählt. Weil ja, das ist absolut wahr. Das Plastik war auch relativ spröde. Also es konnte auch sehr schnell passieren, dass wenn man da mal gedacht, also einmal in die falsche Richtung gedrückt, da war es ab, ja. Und die Stabilität von den Figuren, die hat auch einen großen Nachteil gehabt für alles andere Spielzeug, weil man hat sich dran gewöhnt, dass die nicht kaputt gehen. Und wie gesagt, He-Man hat gern Sachen geworfen, also hat er meistens dann auch die Figuren geworfen. Man hat sehr viel geworfen, wenn man damit gespielt hat. Und ich kann mich noch erinnern, als wir dann G.I. Joe hatten, ruckzuck waren alle Daumen von allen Figuren ab. Sehr großer Nachteil, die konnten dann nichts mehr halten. Ja. Und auch alles andere Spielzeug war lang nicht so haltbar wie He-Man-Figuren. Es gab dann sogar schon so eine Art Running Gag damals bei uns als Kindern, war, dass He-Man ist halt einfach der Stärkste, weil alles andere geht kaputt, ja, aber He-Man nicht. Ja, er war halt auch, da gab's halt nicht viel dran, kaputt zu machen. Wobei ich sagen muss, ich hatte den He-Man mit der Zauberrüstung, weil ich habe mich immer sehr gut ergänzt mit meinem Kumpel, der hat sich was gekauft und ich habe mir natürlich nicht das gleiche gekauft, sondern dass wir perfekt miteinander spielen konnten, haben wir uns dann sehr gut ergänzt. Und der Zauberrüstungs-He-Man, der Kopf, der ist irgendwann abgebrochen. Das hat sich aber gut ergänzt, weil er es geschafft hatte, seinen anderen He-Man irgendwie zu vernichten. Der ist irgendwie aus dem Fenster gestürzt oder sowas. Ich weiß auch nicht, wie das passt. Ich habe auch gehört, es gab Leute, die haben auf ihre Star Wars-Figuren geschossen in den 80ern mit einem Luftgewehr. Die ärgern sich jetzt wahrscheinlich noch heute, weil sie könnten Millionäre sein. Wie gesagt, das hat sich dann sehr gut ergänzt. Also, wie gesagt, der Zauberrüstungs-He-Man, der hatte einen Classic-He-Man-Kopf im Anschluss.
Interessant, dieselbe Erfahrung haben wir auch gemacht. Nicht in Sachen auf Köpfe zerstören, sondern im Sinne von ergänzen. Das war damals, ich weiß nicht, ob's, wie das heute ist, aber damals war das sehr verbreitet, dass wenn mehrere Leute im Freundeskreis ein dasselbe Spielzeug hatten, also eine derselben Spielzeugreihen, hat sich tatsächlich niemand dasselbe gekauft. Weil was hat das genutzt, wenn man viermal He-Man gehabt hat, ja? Und auf die Art und Weise hat man mit 5, 6 Leuten einen riesigen Vorrat an unterschiedlichen Figuren gehabt, obwohl man halt nur zu Weihnachten und Geburtstag mal eine bekommen hat, ja. Interessant, habe ich mir noch nie so viel Gedanken drüber gemacht, aber es war, ich glaube, das hat auch den Reiz ausgemacht, warum man so gern mit den Figuren gespielt hat, weil wenn man mit mehreren Leuten zusammengekommen ist, waren da halt unheimlich viele Figuren auf einmal gewesen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich mir den Dark Horse Band mit den Mini-Comics zulege, weil du hast natürlich recht, die sind teilweise nur mit viel Nostalgie, glaube ich, zu genießen. Ich habe aber noch sehr gut im Kopf, wie die Zeichnung aussieht. Ich glaube, da gab es mindestens 2, 3 Stammzeichner, die öfters vorgekommen, die man auch direkt erkannt hat, ja. Aber ich hatte von diesen Mini-Comics halt leider nicht so viel, weil wir nicht so viele Figuren hatten. Und die Comics von den Figuren, die sind seltsamerweise immer sehr schnell verschwunden. Die haben nicht annähernd die Haltbarkeit von den Figuren gehabt. Ja, also ich habe die akribisch gesammelt und in einen Kasten abgelegt, zusammen auch mit Kassetten. Oder es gab dann auch mal eine Zeit lang so kleine Bücher, so kleine Hardcover-Bücher, wo so He-Man-Geschichten drin waren. Die habe ich mir auch alle gekauft. Und dümmlicherweise habe ich die dann Ende der 80er, wo ich die dann nicht mehr so brauchte, ne, weil es wurden andere Themen wichtig, habe ich die, glaube ich, getauscht gegen einen Stapel Atari 2600 Spiele, was schon lange vorbei war, aber ich fand die Spiele halt so geil. Und das ist auch komplett dümmliche Aktion. Es gab ja dann auch Comics damals schon dazu. Waren die von Harper, glaube ich, oder wer? Oder hat das Condor raus? Ich weiß es nicht mehr. Nicht Taschenbücher, sondern es gab eine richtige Heftserie. Und zwar, ich glaube, so 87, 88, 89 in dem Dreh. Und die waren eigentlich richtig cool. Auch sehr abgestimmt auf die Kassetten, die es gab. Das war auch eine große Inspiration, wie das Universum von He-Man halt wirklich aussieht. Man merkt an den Comics, dass sie am Anfang da nicht so einen großartigen Plan hatten. Aber ich finde es recht gut recherchiert. Und es ist immer wieder schön, unten sind dann immer so kleine Sternchen mit Anmerkungen. Wenn zum Beispiel, das ist die erste Erscheinung von dem und dem und dem und dem. Und, oder sie decken halt auch Fehler auf. So halt, ne? Wenn bei Fisto, also das jetzt, ne, das ist eine Figur, die einfach so einen Hammerschlag hat mit der Faust, ne, mit so einer eisernen Faust. Da kann es halt mal passieren, dass der in einem Panel die rechte Hand hat und im nächsten die linke und sowas. Und auch die Interviews mit den Schaffenden sind recht aussagekräftig, wobei recht oft die Sache ist, ja, ich erinnere mich, das gemacht zu haben. Ich war jung und brauchte das Geld und so richtig viel Erinnerung und Ahnung, wie das gekommen ist, habe ich nicht mehr. Aber wie gesagt, Geld habe ich halt damit verdient, aber das war für die meisten ein Nebenprojekt und die hätten nicht gedacht, dass das dann so einschlägt, wie es halt wirklich dieses Actionfiguren-Ding, da hat Mattel von wirklich reich geworden, bis es dann irgendwann Ende der 90er abgeebbt hat. Sie haben es versucht, dann nochmal ein bisschen zu beleben, aber es hat nicht so funktioniert. Und ja. Aber es war schon eine geile Zeit und durch diesen Comic fühlt man sich einfach dran erinnert und wie gesagt, was hat er gekostet? 25 Euro oder sowas und für 500 Seiten, also da kann man eigentlich nicht Nein sagen und bringt jede Menge wohlige Erinnerungen, natürlich auch das ein oder andere Kaufbedürfnis. Und ja, ich muss gucken, wie ich das einschließe, dass auf keinen Fall Kinder damit spielen, weil dafür ist es ja nicht mehr ausgelegt, ne? Aber du hast ja gerade noch einen interessanten Aspekt angesprochen, als du gemeint hast, was für ein großer Erfolg das war und dass da keiner mit gerechnet hat. Tatsächlich ist es so, wenn man sich im Internet mal ein bisschen umschaut, damals gab es sehr, sehr viele von solchen Serien und nur die wenigsten hatten Erfolg. Warum das jetzt gerade bei He-Man so gut funktioniert hat, wer weiß. Ja? Es gab auch so vollkommen zum Nicht-Erfolg verurteilte Sachen wie Rom the Space Knight. Ich liebe die Marvel-Comics dazu, aber die Figur war eine Katastrophe. Die sah scheiße aus, hat sich nie durchgesetzt. Ja, ich glaube, die gab es auch nur ein Jahr lang und der Comic hat sich 4 oder 5 gehalten. Ja, und davon gab es halt massig. Und ich will nicht wissen, wie viele Zeichner damals solche Mini-Comics zu allen möglichen Figurenreihen erstellt haben.
die heute niemand mehr kennt, ja, die auch zu Recht verdrängt worden sind. Deswegen überrascht es mich wenig, dass die Zeichner auch nicht mehr so die genaue Erinnerung daran haben. Aber da wollte ich jetzt nochmal was fragen. In dem Band sind dann auch viele Interviews drin oder wo hast du die Infos her? Ja, die sind immer den Einzelnen, es sind ja eigentlich im Prinzip Schaffensperioden, so die ersten Comics und dann, wo es richtig gut lief und sowas. Und das ist auch immer von unterschiedlichen Künstlern gestaltet worden. Und dazu sind immer so, manchmal ist es nur eine Seite, manchmal sind es nur, sind es 3, 4, 5 Seiten, die was dazu berichten. Und das ist, wie gesagt, für mich eine runde Sache und vor allem für schmales Geld auch zu haben. Es ist in der Tat so, dass auch Panini aktuell die Art of Masters of the Universe rausgebracht hat. Den Band habe ich noch nicht geholt, weil da natürlich das Hemmnis, da müsste ich halt mal reingucken, mit 50 € relativ hoch eingesetzt ist. Also den müsste ich definitiv mal vorher angucken, ob sich das lohnt. Ob ich da irgendwelche Retro-Feelings draus generieren kann. Wahrscheinlich schon. Aber das Ding, wie gesagt, für 25 € Hardcover, also wirklich schön umgesetzt und holt sie auf jeden Fall, ist halt interessant. Ich denke halt auch, dass der sich relativ gut verkauft. Also nicht, dass der irgendwann fort ist und dann nur noch zu Sammlerpreisen bekommen ist, wie die alten Figuren. Also weil, wenn du da anguckst, was da, also eingepackt darf es überhaupt nicht sein, sonst ist es fast automatisch dreistellig und selbst für einzelne Figuren werden da ganz gute Preise abgerufen, wenn die in gutem Zustand sind. Ne? Also es ist halt auch in der Tat schwer, sowas in guten Zustand zu bekommen. Also ich habe Castle Grayskull, ich habe das auf dem Foto gesehen, war nichts abgebrochen und sowas, die Plattformen sind alle da, aber eben, wie gesagt, der Hebel, der die Falltür hängt, ist weg. Da gab es jede Menge Pappe und Aufkleber, da habe ich ein paar, aber nicht alle. Oben gab es eine Fahne zum Anstecken, die habe ich auch nicht. Ne? Dafür habe ich aber fast alle Waffen, die auf dieser Waffenbank hängen, so die Hellebarde und noch ein Lasergewehr oder sonst irgendwas. Das habe ich alle, aber das komplett zu kriegen, ja, du kannst es bestellen, da gibt es ein paar Leute in England, die verkaufen dir sowas. Aber ich habe jetzt geguckt, ich habe zum Beispiel einen Modulok dabei. Modulok war so eine Figur, die bestand aus Einzelteilen, fast so ein bisschen Lego-mäßig und du konntest die immer neu zusammenstecken. So ein zweiköpfiges, rotes Wesen von einer Horde konntest du immer neu zusammenbauen und der hat ein schwarzes Lasergewehr. So, und ich habe jetzt von den Figuren, die dabei waren, sind fast alle komplett. Also ich habe einen Cyclone noch dabei, ich habe einen Two-Bed dabei. Ja, es ist wirklich, ich bin da recht zufrieden von der Ausbeute, was ich für mein Geld mit Castle Grayskull und den Fahrzeugen dafür bekommen habe. Ist es ein guter Preis, auch wenn nicht alles komplett ist. Aber für das Lasergewehr von Modlock, da soll ich schon allein, glaube ich, 8 € bezahlen und dann noch Porto aus England. Also für ein Stück Plastik, wie ich, wenn ich einen Joghurtbecher in den gelben Sack schmeiße, ist da wirklich mehr Plastik dran. Aber das ist halt das Stück Plastik, was ich dazu haben will. Ne? Und wenn da, es gibt ja der recht fanatische Sammler, die dann natürlich alles haben wollen, auch die exotischen Figuren. Zum Schluss, die sind natürlich wesentlich seltener, weil einfach die Leute dann älter geworden sind und dann gab es neue Sachen, ja. Ende der 90er, da ging das dann schon, ich weiß gar nicht, wann kam der Gameboy, ja, so wird wahrscheinlich auch, also die Möglichkeiten für elektronische Spielereien wurden irgendwann mit der Zeit auch Nintendo hat da viel rausgebracht zu der Zeit und dann hat man natürlich auch sowas gemacht und dann wurde es natürlich für Actionfiguren auch immer enger dann die Luft, ja. Ja, mir ist da gerade noch was eingefallen. Übrigens interessant, dass wir nie ein He-Man Nintendo-Spiel gehabt haben. Aber die Sache mit der Castle Grayskull, ich kann mich da noch an eine Sache erinnern, die mir damals im Herzen wehgetan hat. Wir hatten einen super Platz für das Ding in einem Schrank. Der stand nur so, dass die Sonne tagsüber da immer drüber hinweggegangen ist. Und ja, diese He-Man-Figuren und alles, was dazugehört hat, die durfte man nicht in der Sonne stehen lassen. Und die Castle Grayskull, die ist dann wesentlich grayer geworden, als wir uns das jemals vorgestellt haben. Von den Aufklebern konnte man auch kaum noch irgendwas erkennen. Das war sehr, sehr schade. Das war auch nicht zu revidieren. Und eine neue haben wir natürlich auch nie gekriegt. Es rennt uns langsam ein bisschen die Zeit davon. Wir müssen dann leider, leider zum Ende kommen, wo wir uns ja gerade erst warm geredet haben. Nee, Spaß. Zum Ende will ich noch ein paar Rapid-Fire-Sachen loswerden. Lest Billy Bat, lest I'm a Hero, lest mal Gute Nacht Punpun, lest alles von Inio Asano, was euch in die Finger kommt.
Die Turtles-Reihe, die bei Panini rauskommt, ist immer noch großartig. Gerade der letzte Band mit den William Micro Series hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die waren nicht nur sehr gut geschrieben, sondern auch sehr, sehr schön gezeichnet. Und ja, das war's so von meiner Seite. Hat mich gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mal wieder bei meinem Gelaber zuzuhören. Und genauso habe ich mich auch gefreut, dass das Podcast-Team sich mal wieder dazu herabgelassen hat, mir ein Mikro zur Verfügung zu stellen. Ja, wir haben die Band fast wieder zusammengebracht. Aber natürlich, wie immer, keine Podcast-Folge, ohne dass Sepp die Turtles erwähnt. Man merkt, dass er doch ein Tick jünger ist als ich, weil das an mir vorbeigegangen ist mit der Turtles-Mania. Da waren dann schon andere Sachen interessanter zu dem Zeitpunkt für mich. Aber wie gesagt, schreibt uns, schreibt in die Kommentare unter der Folge, wenn ihr irgendein spezielles Thema habt. Sollen wir einen speziellen Podcast nochmal über die Masters of the Universe machen, wo wir in Jugenderinnerungen oder auch in anderen alten Scheißerinnerungen aus den 80ern trailen. Schreibt uns, wie ihr es fandet. Wir freuen uns. Bis denn. Ciao. Comic-Cookies sind eine Produktion der Comic-Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.